Hallo, hallo, herzlich willkommen bei Masters of the Dice. Hier zu High Noon, Mittagszeit. Und heute ist der zweite Tag unserer Stream-Aktivitäten. Gestern haben wir über die Session Zero geredet, beziehungsweise habe ich alleine geredet. Heute bin ich nicht alleine. Heute geht es um Spielleiter-Tipps, Dungeon Master-Tipps, Game Master-Tipps. Und ich freue mich, dass Jasmin sich wieder Zeit genommen hat, Jasmin Neitzel mit mir sich über diese Themen halt zu unterhalten. Herzlich willkommen. Moin. Wie siehst du da aus im hohen Norden in Hamburg bei dir heute? Da. Heute wohne ich in Bielefeld, aber ja, Ah. es ist ja, sonnig soweit. Ich war noch nicht groß draußen, aber also ja, es sieht ganz gut aus. Es ist weniger regnerisch, als man es vielleicht erwarten würde. Ja, da siehst du mal schon, man hat ja mit bestimmten Menschen bestimmte Assoziationen. Meine Assoziation mit dir ist natürlich Rollenspiel als erstes, ist klar, aber auch irgendwie HSV in Hamburg, weil wir uns ja immer nebenbei über Fußball unterhalten. Deshalb habe ich gedacht, ah, hoher Norden, wie sieht es da halt aus? Sorry. Ja, kein Ding. Das ist ja auch nicht kein allgemein bekannter Fakt jetzt. Und zum anderen, ich komme halt aus der Gegend und trage sozusagen die Hamburgensien noch in mir. Wir wollen, also der größte deutschsprachige Discord-Server hat an diesem Wochenende Geburtstag. Nochmal auch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, Shoutout und anscheinend auch die 4000er Mitgliedermarke geknackt. Also herausragende Leistung, muss man ja schon mal sagen. Und wir haben das auch mit zum Anlass genommen, dass wir uns heute über Dinge unterhalten, die mit Dungeons and Dragons vornehmlich zu tun haben und auch den Neulingen. Es gibt ja eine ganze Reihe von neuen Spielerinnen und Spieler, die sich mit Dungeons and Dragons beschäftigen, anfangen wollen. Und ich weiß, dass der Server da einiges in die Wege geleitet hat, den Einstieg zu erleichtern. Und wir wollen auch unseren Beitrag dazu leisten. Ich würde aber ganz gerne auch dich mal fragen, als erfahrene Rollenspielerin zum einen, und du kommst ja auch aus dem Verlagswesen, also weißt auch, kennst dich auch sehr gut aus mit Produktion von verschiedenen Rollenspielen. Welche, ja, groben Rollenspielrichtungen würdest du denn unterteilen? Also, es ist natürlich, gibt es da sehr viele verschiedene halt inhaltliche und mechanische Genres. Man spricht halt bei denen, die nah an D&D sind, von den traditionellen Rollenspielen. Die haben in der Regel halt eine klare Spielleitungsrolle, die eben, ja, wie der Dungeon Master zum Beispiel, das Spiel gestaltet, eine große Deutungshoheit über die Welt hat und die Spielenden treten halt als Anwälte ihrer Charakter auf. Also es geht darum, sozusagen für ihre Charakter zu handeln und auch für ihre Charakter tendenziell was Gutes zu wollen und das halt das Spiel durchgehend zu erleben. Auch D&D-Bezug hätte, ich würde sagen, das Oldschool-Rollenspiel, das ist ein bisschen herausforderungsorientierter oft und da nimmt die Spielleitung oft auch eine Schiedsrichterinnenrolle ein. Also sie entscheidet, was kann klappen von den Ansätzen der Spielenden, was passiert da und verwaltet auch ein bisschen einfach so die Welt, wirft Elemente rein und dort sind die Charakter zwar auch Avatar der Spielenden, aber sind halt oft mehr ein Werkzeug, um mit den Herausforderungen des Spiels zu interagieren, als dass es wirklich um die tiefe Immersion ins Charakterspiel geht oder dass es sozusagen um diesen Charakter notwendigerweise speziell ginge, sondern es geht halt eher um sozusagen das Erleben der Gruppe als Ganzes, weil D&D hat ja seine Wurzeln im Wargaming und entsprechend einem herausforderungsorientierten Spiel, wo man auch bis zu einem gewissen Grad gewinnen kann, also eben indem man hier den Dungeon besteht und dergleichen. Und dieser Spielstil wird halt von einigen Leuten heute noch gepflegt oder hat halt auch ein gewisses Revival erfahren. Das wäre ein anderer Spielstil. Dann gibt es natürlich jede Menge Spielvarianten, die sich sehr auf die Story im Mittelpunkt beziehen. Da wären natürlich die Powered by the Apocalypse-Spiele zu nennen. Die haben auch eine Spielleitungsrolle, die aber halt auch klare Regeln hat, denen sie folgen soll, die nicht würfeln in diesem Fall und haben halt ja auch klare Charakterrollen für die Spielenden. Aber man tritt halt bis zu einem gewissen Grad auch oft als Anwalt der Story auf. Also die Spielenden handeln nicht notwendigerweise so, das wäre jetzt cool für meinen Charakter so, mein Charakter würde das wollen, sondern es wäre cool für die Story, wenn ich jetzt diese Entscheidung treffe, die für meinen Charakter halt richtig Nachteile hat und richtig dumm ist. Und das ist natürlich ein anderer Ansatz, als wir versuchen gemeinsam das Spiel als Herausforderung zu gewinnen, sondern ebenso wir schaffen gemeinsam eine Story. Die Spielleitung ist dabei eine Rolle, die halt die, ich sag mal, die Nichtspielercharakter, die Nebenrollen
einbringt und natürlich auch eine Struktur in die Geschichte. Aber es gibt halt auch Spiele, die diesen Storyweg weitergehen, zu dem Punkt, wo es halt einfach keine feste Spielleitungsrolle mehr gibt, sondern entweder die von den Spielmechaniken übernommen wird oder die Aufgabe des Spielleitungs sich auf sehr viele verschiedene Schultern im Spiel verteilt und einfach alle ihre Elemente einbringen. Also Fiasko ist halt auch in Deutsch erschienenes Spiel, das halt bekannter dafür ist, spielleiterlos oder spielleiterarm zu sein. Aber da gibt es auch noch sehr viele andere, die eben da einen Ansatz wählen, wo die Spielleitung halt gar nicht mehr eine individuelle Rolle ist. Also wenn ich jetzt mal so zwei, von den Beschreibungen her würde ich mal zwei Strukturen darlegen. Einmal das Storytelling-Game, wenn man so will, also wo es wirklich um die Geschichte geht, die sozusagen das übergeordnete Ziel ist oder übergeordnete Thema. Und du hast ja gerade gut beschrieben, dass unter Umständen eben auch eine Figur, die dabei ist, etwas tut, was eher sogar negativ sein kann, weil es eben interessant halt für die Geschichte sein. Da ist die Priorität ganz klar eine andere. Und dann, ich formuliere es jetzt mal so, das Tabletop-Role-Playing-Game eher. Wenn wir jetzt zu Dungeons and Dragons übergehen, ist es ja weitaus weniger ein reines Storytelling-Game, sondern mehr ein Tabletop-Spiel, Rollenspiel. Wobei man natürlich auch viele Abende verbringen kann bei Dungeons and Dragons, indem man halt nur in Anführungsstrichen Storytelling betreibt und nur erzählt, ne? Aber so können wir es ja so ein bisschen unterteilen, oder? Ja, würde ich sagen. Also Dungeons & Dragons ist natürlich durch seinen großen Mainstream-Erfolg etwas, das für viele Leute viele Funktionen erfüllen kann. Also wenn wir jetzt ein bisschen in die Editionsgeschichte von D&D gehen, D&D 4 das war ein Spiel, das sehr fokussiert auf mechanische Herausforderung war. Hat dafür aber einige Leuten auf den Kopf gestoßen und D&D 5 ist halt wieder eins, das einen breiteren Ansatz hat. Da kann man auch bis zu einem gewissen Grad oldschoolig mitspielen, im Sinne von, wir sind herausforderungsorientiert, unsere Charakter sind die Avatare und es gibt halt auch sehr viele Momente und auch viele Spielgruppen, viele Streams, die bekannt sind, die halt das Story-Ding natürlich in den Mittelpunkt stellen. Aber ich glaube, bei D&D ist es halt schon so, die Spielleiterrolle ist traditionell, man hat ein bisschen Schiedsrichter Gedanken drin, ein bisschen das Herausforderungsstellende, man hat aber auch natürlich das, man lenkt halt den Spielfluss in der Spielleitungsrolle drin. Und es gibt D&D halt dadurch, dass das Gewicht der Regeln unterschiedlich ist. Es gibt halt keine Regeln, die einem dabei helfen, Story zu betreiben, wirklich. Also es gibt halt Gesinnung oder ein paar Texte, die Charakter haben, aber es gibt halt nicht irgendwie eine Regel, die einem dazu bringt, okay, hier, ich generiere ein Story-Element aus meinem Spielercharakter heraus. Die sind selten, aber es gibt eben Regeln, um ja, mechanische Herausforderungen wie halt ja, hauptsächlich Kämpfe zu bestehen. Und ich denke, man kann halt außerhalb der Kämpfe und teilweise auch außerhalb von eben komplexeren Proben, kann man D&D sehr storymäßig spielen, halt auch einfach Entscheidungen treffen, die für den Charakter halt, also die halt einfach im Sinne der Story geschehen. So, ja, mein Charakter handelt jetzt halt zu seinem eigenen Nachteil, ohne dass halt das Spiel das notwendigerweise bestrafen muss oder dass das den Spielstil brechen würde. Aber wenn es halt in den Kampf geht, dann wird das Spiel eben doch in seinen Mechaniken sehr herausforderungsorientiert und da dann halt Entscheidungen zu treffen, die halt auch den Rest der Gruppe mit reinziehen, dass man eben absichtlich suboptimal kämpft. Ich glaube, das ist etwas, was nicht die Erwartung des Spiels ist oder Nein. das ist zumindest keine Erwartung, die die Regeln kommunizieren. Das ist auch etwas, was die Erwartung vieler Spieler brechen würde. Jetzt kann man sich fragen, warum haben die jetzt so 5, 6, 7 Minuten die beiden jetzt sich darüber unterhalten, über welche Strukturen von Rollenspielen. Geht doch jetzt hier darum, die Dungeon Master Tipps, die wir uns am Anfang gewünscht hätten. Wir waren uns auch schon ein bisschen einig, auch wenn wir den Fokus jetzt doch sehr viel stärker auf Dungeons & Dragons legen werden, dass man sich im Vorfeld, also wenn man überhaupt neu startet, auch darüber Gedanken machen muss, welche Schwerpunkte ich im Spiel gerne setzen würde und ob dann überhaupt Dungeons & Dragons auch das richtige Spiel für mich oder für meine Gruppe ist. Klar, wir haben auch kurz angerissen, man kann auch Storytelling-mäßig Erlebnisse bei Dungeons & Dragons haben, aber das ist ja eigentlich nicht der Fokus, ne? Und das ist, glaube ich, ganz am Anfang, dass man sich in der Gruppe, ob man das im Rahmen einer vorbereitenden Sitzung macht oder allgemein, ja, allgemein beim Diskutieren, alles, ja, was wollen wir denn spielen? Sich klar sein, welche Grundstruktur hat denn das Rollenspiel, ne? Ja, und also wenn ihr jetzt wirklich neu seid und halt gerade D&D gekauft habt, jetzt halt den Gedanken habt, oh nein, eigentlich wollte ich noch viel mehr Story spielen, es lohnt sich trotzdem, dieses Spiel auszuprobieren und damit erstmal zu machen, was ihr für richtig haltet. Aber es ist halt auch eine,
Ich glaube, eine wichtige Information zu haben, so grundsätzlich, es gibt auch andere Spielsysteme und man kann sozusagen dadurch, wie man die Regeln dieses Spiels gestaltet, sehr unterschiedliche Erlebnisse haben. Wie halt jetzt die Siedler von Catan sich anders spielt als Skat. Also es gibt halt einfach unterschiedliche Erlebnisse, die einem den Regelsatz so bieten kann. Und ja, Dungeons and Dragons ist halt einer, der ziemlich viel bieten kann, aber halt auch letztlich nicht alles. Und genau. Deswegen, wenn ihr an dem Punkt seid von, wir wollen irgendwie Rollen spielen, aber wir wissen noch nicht, welches System, dann lohnt es sich tatsächlich ein bisschen Recherche zu betreiben, eventuell Leute zu fragen auf sozialen Medien oder dergleichen. Aber wir werden heute halt drüber, da wir wegen D&D Discord hier sind, und die Sendung ist halt über die Spielleitungsanfänge in D&D reden. Aber ja, einfach damit ihr wisst, das ist nicht universell, muss immer so sein. Gut, es gibt eine ganze Reihe von Herausforderungen, die sich für die Spielleitung halt stellt. So wie der Fokus heute wird schon mehr die Spielleitung sein, wobei wir natürlich auch versuchen werden zu sagen, ja, also wie können auch die anderen, die am Tisch oder auch online halt dabei sind, helfen oder mitmachen. Wir sind ja ein wichtiger Baustein und idealerweise ist das auch ein, ja, ein gemeinsames Thema, ein gemeinsames Erlebnis. Und man lässt da die Spielleitung nicht komplett alleine in ihren Vorbereitungen, in den Überlegungen. Denn letztendlich will man ja gemeinsam halt einen tollen Abend oder eine tolle Spielrunde halt haben. Was ist denn aus deiner Sicht heutzutage elementar, womit sich die, ja, ich fange jetzt als Spielleiter an und sage, okay, gut, was sollte ich als erstes tun oder mir überlegen, wenn ich nun Dungeons & Dragons halt spielen will? Ich habe mir ein Starter-Set jetzt gekauft und sage, ja, okay, lass uns mal übermorgen treffen, wir spielen jetzt. Klappt das? Oder ist das dadurch ein gefährliches Unterfangen, so zu Das starten? hängt davon ab, wie gut du oder wie schnell du so ein Ding gelesen hast und wie schnell du ein Spiel verstehst. Also Dungeons and Dragons ist kein Spiel, das du lernst, während du spielst. Also es ist halt nicht so, dass du halt irgendwie unbefangen anfangen kannst, wie bei jedem Brettspiel so. Und dann, ja, du lernst es Schritt für Schritt. Dafür müsste man es strukturieren. Und das sozusagen, um das für sich so zu strukturieren, müsste man das Spiel schon beherrschen. Das heißt, ich würde mir ein bisschen Zeit geben für die Vorbereitung. Ob das halt 2 Tage sind, in denen du intensiv liest, ob das eine Woche ist, das hängt halt eben echt sozusagen davon ab, wie leicht dir das fällt, das zu verarbeiten, gerade diese Informationen, und wie viel Zeit du investieren kannst. Aber generell halt beschäftige dich erstmal mit dem Spielinhalten, mit dem, wenn du eine Starterbox hast, mit dem dort enthaltenen Spielleitungsteil. Überflieg auch den Teil der Spielenden, weil wenn du einlädst und die Person bist, die praktisch ja, das Spiel den anderen erklärt, dann musst du halt auch deren Teile bis zu einem gewissen Grad verinnerlicht haben, um ihnen halt bei Rückfragen zu helfen. Und du kannst halt nicht davon ausgehen, dass die eben in den zwei, wenn du ihnen die Sachen nicht zur Verfügung gestellt hast, so. Und wenn ihr nur eine Box habt, dann müsste man die halt rumreichen und verleihen, dass halt die Leute alles gelesen haben zu dem Zeitpunkt, wo sie sich treffen. Sozusagen, man muss halt einen Weg finden, die nötigen Informationen erstmal für sich zu erschließen und dann vermitteln zu können. Okay, das heißt also zum Beispiel, darüber habe ich ja gestern auch einen Stream gemacht, man sollte nicht einfach sagen, ja, ich bereite mich jetzt vor, ich habe es jetzt gelesen und wir treffen uns nächste Woche oder wann auch immer der Termin ist und spielen einfach. Also kann man machen, aber unglaublich, wir wollen ja heute Tipps geben, wie es entspannter, erfolgreicher, erfüllender sein kann, dass man sich doch im Vorfeld in der Runde noch einmal trifft, Regeln erklären ist das eine. Aber ich glaube auch mal so, mal abchecken, wer hat denn welche Erwartungen, das zum einen, was möchte er oder sie gerne erleben. Und dann gibt es ja noch so ein paar organisatorische Dinge drumherum und vielleicht auch noch so ein paar Empfindlichkeiten, die man ja auch berücksichtigen muss. Also gestern habe ich ja zum Thema Session Zero einen Stream hat gemacht. Und ich würde mal deine persönliche Meinung nochmal hören. Ich meine, wir haben uns ja auch über Diversity und Ähnliches neulich auch unterhalten. Wie elementar findest du denn heutzutage dieses Thema Session Zero oder dass man sich im Vorfeld auf jeden Fall einmal ausgetauscht hat, mal abgesehen von den Regeln und der Charaktererstellung? Ich finde also für die Charaktererstellung finde ich die Session Zero mit am wertvollsten, im Sinne von, was wollen wir eigentlich spielen und wie bekommen alle eine Rolle, die ihnen zusagt. Das ist
halte ich für eine sehr wichtige Funktion dieses Dings. Ich halte Session Zero für längere, also je länger man spielen will, umso wertvoller ist es auch, Zeit in die Vorbereitung zu stecken. Also, wenn ihr nur einmal ausprobieren wollt, dann hier, seid euch gesagt, das halt einfach mal spielen ist eventuell halt eben ein bisschen Vorbereitung verbunden, um ja, halt die erste Hürde zu nehmen. Aber man kann halt auch einfach für einen Abend spielen und dann spielt man und dann ist es cool, wir haben ein Spiel ausprobiert. Das ist halt für den Anfang auch absolut okay, nicht sich direkt zu verpflichten, das ist jetzt unser Hobby. Wir haben es noch nie gespielt und das ist für Jahre so. Das ist halt auch nicht mein Ansatz. Aber wenn man eben plant, länger zu spielen, dann darüber zu sprechen, was sind die Erwartungen hier? Und da man letztlich doch auch beim traditionellsten Spiel gemeinsam eine Geschichte erzählt, indem man beschreibt, indem man einen gemeinsamen Vorstellungsraum schafft durch das, was man mit seinen Figuren gestaltet, dann möchte man doch eigentlich wissen, was für eine Art Geschichte möchte ich erzählen? Das kann halt sein mit so, mit wenigen Worten halt so, wir wollen so eine epische Reise, Herr der Ringe-Style, so ungefähr. Dann hat man schon, das kann halt auch teilweise reichen, um was zu haben. Aber wir spielen halt D&D so wie immer. Wenn man eine etablierte Gruppe ist, dann hat man halt auch schon sich eingegroovt und hat seinen Stil gefunden. Aber wenn man also sagt, okay, wir probieren mal zum Beispiel ein anderes Setting aus, was ich, wir probieren Ravenloft aus, dann steht ja die Frage im Raum, wie gehen wir mit Horror um und was wollen wir für Horror erzählen, welche Elemente wollen wir einbringen? Da ist Session Zero einfach zum Erwartungsmanagement gut. Und als Spielleitung ist es halt wieder ein Punkt, wo deine Spielenden können dir helfen. Wenn du ihre Erwartungen kennst, dann fällt es dir viel leichter, dir zu erfüllen. Und wenn du Fragen stellst und Antwort kriegst, ist es halt viel leichter, sozusagen darauf aufzubauen, als wenn du ja, unerwartet hingehst und mit ihnen interagierst, als wären sie sozusagen ein Publikum, das halt blind in, was weiß ich, in einen Film oder so reingeht, während ihr in Wirklichkeit ja das alles gemeinsam gestaltet. Und da braucht es halt ein gewisses Maß an Metadialog. Der kann während des Spiels stattfinden, der kann halt strukturiert in der Session Zero stattfinden, der kann, wenn man halt nur einen Abend Zeit hat, halt auch in wenigen Minuten am Anfang gemacht werden. Aber halt eben dieses Grundlevel an Erwartungsmanagement ist, glaube ich, etwas, was wirklich, wirklich hilft, tatsächlich ein Spiel zu haben, das für alle erfüllender und spaßiger ist. Okay, gut, jetzt habe ich die Session Zero halt gemacht. Die Erwartungen habe ich auch gemanagt, beziehungsweise man hat es noch nicht gemanagt, ist ja erfüllt, sondern mehr erfahren. Und fühle mich schon mal gut. Ich weiß auch, was für ein Setting die Spieler haben wollen und wie intensiv vielleicht auch bestimmte Dinge beschrieben werden sollen. Wie mache ich denn jetzt nun weiter? Also als Spielleitung. Ich denke, das Thema ist ja auch, wie kann ich es schaffen, dass eine Gruppe gut miteinander interagiert? Und ist es denn einfach so, dass wenn ich als Spielleitung mir jetzt die Geschichte angucke, dann kann ich die Regeln, funktioniert dann das Rollenspiel? Oder ist es denn wichtig für die Spielleitung auch, sie muss ja meines Erachtens auch so ein bisschen Fähigkeiten haben zu moderieren oder auch vielleicht auch ein paar psychologische Fähigkeiten. Also ich muss doch versuchen, auch in die Personen, die mit mir am Spieltisch sitzen oder also B kann auch virtuell sein, muss ich auch ein bisschen eintauchen. Ne? Also müsste ich zwar bei einem Storytelling-Spiel vielleicht noch sehr viel mehr, damit ich halt weiß, okay, wie werden die voraussichtlich agieren? Können sie miteinander gut funktionieren? Das ist, glaube ich, doch auch ein wesentlicher Aspekt, der gar nicht in diesen ganzen Regelbüchern. Es gibt ja ganz viele Regelbücher zu Dungeons and Dragons, die auch das Dungeon Master Guide beschreibt ja auch schon ganz gut, wie man Worldbuilding und ähnliches halt machen kann. Aber dieses Interagieren ist doch das Elementare bei einem Rollenspiel. Man verlebt ja Zeit gemeinsam und bei der die Session Zero kann es schon sehr gut helfen, denke ich, um ein Gefühl zu entwickeln. Wie ticken die, wenn sie sich dann, also die einzelnen Personen, die da mitspielen wollen, wenn sie sich dann auch offenbaren und auch artikulieren, was ihre Wünsche, Hoffnungen und vielleicht auch Grenzen sind, ne? Kann das unter Umständen überfordernd sein für die eine oder andere Spielleitung? Ja, klar, natürlich also das möchte ich nicht auch sagen, das kann natürlich eine große Herausforderung sein und man kann auch merken, so, okay, das ist nichts für mich oder das klappt gerade nicht oder diese Gruppenkonstellation irgendwie, irgendwas greift da nicht und das ist, ich glaube, es ist bei jedem Hobby so und es ist bei jedem Spiel so. Nur weil man es anfängt, heißt es nicht, dass man es perfekt beherrscht. Und was du halt, ja, was du sagst, halt die Spieldynamik Rollenspiel ist eine wichtige. Ich möchte halt auch gar nicht so, also für mich, ich halte Spielleitung halt gar nicht für so ein super hochschwelliges Ding. Also ich habe, aber
wie ich angefangen habe, ich war halt irgendwie, war halt 10 und habe eine Box bekommen, die habe ich dann gelesen und dann habe ich mit meinen Freunden gespielt. Und es war halt eine, also für mich war das halt kein so, das ist jetzt eine große Verantwortung, die auf mich zukommt, sondern es war halt einfach, ja, das klingt, als ob ich Spaß, also das Spaß machen würde. Und dann habe ich halt, da war eine Geschichte in dem Buch, die kann ich halt nachspielen. Das ist halt so, das war halt mein Ansatz gewesen. Also sehr, ich weiß nicht, naiv daran gegangen natürlich, aber auch gleichzeitig unbefangen. Und ich glaube, man sollte als Spielleitung, also man sollte jetzt sich nicht Angst einreden oder das ist halt super schwierig. Ist gut, wenn ihr tatsächlich hier zuguckt, weil ihr als neuer Spieler Tipps wollt, dann habt ihr offensichtlich natürlich euch Gedanken gemacht und sucht nach zusätzlichen Tipps. Aber ich würde euch einfach halt zuerst mal sagen, prinzipiell kann man auch einfach ausprobieren, prinzipiell kann man spielen. Du musst nicht deine Leute in- und auswendig kennen. Und ich glaube halt, wenn man halt eine D&D-Party zusammenstellt, das ist wie wenn man Leute auf eine Party einlädt. Du musst halt ein Gefühl haben, so, okay, wie viben meine Freunde, wie vibe mein Freundeskreis miteinander? Eventuell kennt man sie halt ja auch schon, weil man schon Wellenlänge. an. Ja, weil du hast halt schon irgendwelche anderen Aktivitäten miteinander gemacht, wenn man halt schon Brettspiele miteinander gespielt hat. Wenn man schon, was weiß ich, Magic miteinander gespielt hat oder Computerspiele oder das ist auch von mir aus Fußball. Also einfach, wenn man weiß, wie die Leute miteinander agieren, dann kann man halt auch sagen, und generell lädt man ja auch selten Unbekannte ein. Also man hat ja wahrscheinlich schon eben ein Gefühl für die Personen und okay, es kann halt immer sein, wenn alle das Hobby nicht kennen, dass es für irgendeine Person nichts ist, aber tendenziell würde ich sagen, es ist halt nicht eine Rollenspiel-exklusive Herausforderung, wenn man Leute zusammenbringt, dass die auch miteinander harmonieren müssen. Also ich finde es gut, dass du es sagst, weil man liest ja auch manchmal in einschlägigen Foren oder es werden zum Teil auch Videos produziert, so nach dem Motto, oh, jetzt Dungeon Master sein, das ist ja nun wirklich die Herausforderung. Und einige tun ja so, als ob leider der Kelch nicht an ihn vorbeigegangen ist, sondern ihnen zugespielt worden ist, du bist jetzt unser Dungeon Master, du musst jetzt machen. Und dann stehen sie halt dann da und ja, klagen ihr Leid, wie schlimm das halt so sei, ne? Ich finde schon, man darf es nicht vernachlässigen, weil es eine Verantwortung ist. Wie gesagt, wir kommen ja sicherlich auch auf den Punkt, was so auch Teilnehmer angeht am Spieltisch, die, wo man auf bestimmte Empfindlichkeiten im Vorfeld sich einstellen muss oder reagieren muss und sie vorbereiten muss. Das sind schon die Herausforderungen. Das wollte ich auch damit vorhin so kurz andeuten. Auf der anderen Seite, ja, darf man die Hürden jetzt auch nicht zu hoch setzen. Also ich finde es gut, dass du es gesagt hast, um dann auch ein bisschen Entspannung reinzubringen bei den potenziellen neuen Dungeon Mastern. Weil es ist immer noch ein Hobby. Klar, es gibt einige, die das professionell machen oder sogar im professionellen Stream. Ne? Davon darf man sich jetzt zum einen nicht abschrecken lassen. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist der Ansatz oder der Ursprung, warum ich das mache. Wenn ich das in meiner, sag mal, Freundesgruppe mache oder hier, ich habe einfach mal über Discord ein paar zusammengetrommelt und mache es so just for fun in der Freizeit, ist es ja ein anderer Ansatz, als wenn ich damit entertainen will. Und wenn ich entertainen will, ist es auch nicht mehr so, ich sag mal, locker flockig, wie wenn man jetzt am Tisch sitzen würde, sondern ja, ich will jetzt nicht darauf hinaus, dass da vielleicht unter Umständen bestimmte Dinge auch gestellt sind oder vorbereitet sind, aber man kann es nicht eins zu eins übertragen, darauf will ich halt hinaus. Ne? Da hast du ja auch Erfahrungen, ne? Oder wie siehst du das, oder wie würdest du es beurteilen? Ich würde sagen, halt Let's Plays und dergleichen, das kann das Streaming, also ja, das ist natürlich also für Leute spielen, für ein größeres Publikum ist ein anderer Ansatz. Natürlich, du sozusagen, wenn du bewusster ins Publikum spielst, dann handelst du anders. Und das ist aber auch eine Erwartung, die du als Spielleitung gar nicht, also du musst dir nicht aufbauen, wenn das jetzt ein imaginäres Millionenpublikum wäre, wären die mit einer Spielleitung zu. Nee, du bist halt. Am eigenen Tisch bist du eine Mitspielende unter vielen. Du bist halt, dass alle Leute, die am Tisch sitzen, sind hier gemeinsam da und ihr seid gemeinsam gegenseitig euer Publikum. Das ist halt fürs Rollenspiel halt eine der besonderen Eigenschaften, dass man halt eben in einem kleinen Kreis gegenseitig sowohl die Darstellenden als auch das Publikum ist. Und wenn es euch gefällt, dann macht ihr es richtig. Also es ist halt da braucht man sich gar keine Erwartungen schaffen. Wo ich halt die Ressource sehe, wo ich den Vorteil sehe an diesen großen Streams und dergleichen ist, man kann Leuten sehr schnell die Dynamik Rollenspiel vermitteln. Und zwar nicht halt 1:1, so machen wir es exakt, sondern aber einfach dieses, die Spielleitung gibt Punkte ein, die Spielenden reagieren darauf, wir sprechen in Character, wir sprechen out of Character, halt einfach wie so eine Rollenspieldynamik funktioniert. Das lässt sich halt mit sehr, sehr vielen dieser Streams, also man kann sich da fast jeden rauspicken, man guckt sich das vielleicht 10 Minuten an und man hat ein Gefühl dafür,
wie einfach die Dynamik Rollenspiel funktioniert, was die Erwartung ist, was dieses Spiel eigentlich ist. Und du hast es ja vor einer Weile gefragt, was ist der erste Schritt, nachdem wir uns halt reingebracht haben? Wenn ihr neu im Spiel seid, wäre das für mich ins Rollenspiel reinkommen. In das Gefühl reinkommen, ich spreche für meinen Charakter oder ich spreche durch meinen Charakter als Spielleitung für das Spiel in das Gefühl reinkommen, ich beschreibe die Welt, aber ich gebe den Spielenden auch die Informationen, die sie brauchen, gebe ihnen Möglichkeiten zu handeln und halt einfach diese Dynamik aufbauen. Also die Kneipenszene ist halt ein Klassiker, die sehr, sehr oft vorkommt. Also die Spielercharakter sitzen am Anfang in einer Kneipe Taverne, zusammen ja. oder oder an einem Lagerfeuer. Die Kneipe ist halt oft besser, weil die Spielleitung dann Figuren einbringen kann. Und dann können sie als ihre Figuren interagieren in ich sag mal, in einer Low-Stakes-Umgebung, wo halt nicht sofort der Kampf droht oder jeder Fehler den Tod bedeutet, sondern einfach, wir sprechen als unseren Charakter, wir interagieren miteinander, vielleicht interagieren wir mit dem NSC und dann eventuell kommt es zu der Gelegenheit, dass Würfel oder dergleichen passieren. Das ist also finde ich eigentlich einen, auch natürlich oft klischeehaft beladenen Start. Also, ist es dennoch ein wertvoller Start im Sinne von, wenn wir einsteigen und üben, unseren Charakter darzustellen, oder wenn wir das erste Mal unseren Charakter erleben, dann kann es halt einfach sehr hilfreich sein, die einfach ineinander in einer Situation interagieren zu lassen und ein bisschen kennenzulernen. Also man lernt sowohl seinen eigenen Charakter kennen, wie man den spielt, aber man lernt auch kennen, wie die anderen die spielen. Und dann kann man eben weitere Elemente hereinbringen, wie eben eine Person, die in den Raum stürmt und um Hilfe ruft. Und dann hat die Spielleitung halt das Zepter in der Hand. Oder eben eine auftraggebende Person tritt an die Gruppe heran und sagt, ey, ihr seid wie aus wie Abenteurer, habt ihr Bock, Geld zu verdienen? Ja, also zum einen ist es sehr gut, dass es so viele Let's Plays und Streams gibt, weil natürlich jetzt auch viel mehr Möglichkeiten vorhanden sind zu gucken, wie eben Rollenspiel funktioniert. Man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass das nicht auch gleichzeitig bedeutet, also die Mechanik hast du gerade sehr gut beschrieben, aber es heißt nicht, ah, so wie die spielen, muss es sein. Man kann es cool finden, man muss es aber auch nicht cool finden. Jeder kann seinen eigenen Stil halt behalten. Und du hast gerade auch Interaktion, Tavernenszene und ähnliches schon mal angerissen. Das bedeutet ja, okay, Spielleitung sagt jetzt, ich fange in der Taverne an, war so die Idee. Und ja, jetzt kommen die Spielenden auf die glorreiche Idee, die Personen, die am Tresen stehen oder auch rechts, links an den anderen Tischen, sich erstmal anzugucken und gegebenenfalls sogar anzusprechen. Was ja eigentlich eine schöne Aktion ist. Aber die Spielleitung hat sich jetzt nicht darauf vorbereitet, hat ja zwar gesagt, da sitzen ein paar Leute rum. Ja, was macht man denn da? Also ist das ist, glaube ich, oft ein Thema, wie bereite ich mich eben auf Interaktionen von den Spielenden mit den anderen, also mit den Nichtspielercharakteren halt gut vor? Oder wie tief muss es denn halt sein? Das ist, glaube ich, auch eine der Problematiken, die viele Anfänger haben, weil sie unter Umständen entweder sich gar nicht vorbereiten oder auch zu tief vorbereiten. Also gibt es da ein gutes Mittelmaß oder wie würdest du das angehen? Wenn ihr ein Einsteigerset habt, dann habt ihr ja schon ein bisschen Vorbereitung bekommen. Also da gibt es ja schon Notizen und dergleichen, aber generell, man muss lernen, was man tatsächlich braucht für sich. Also ich persönlich kann halt mit sehr wenig Notizen relativ viel arbeiten, aber das ist halt auch einfach eine Typsache. Es gibt Leute, die schreiben sich sehr viel vor, um das als eine Basis zu haben. Es gibt Leute, die improvisieren komplett und keiner dieser Ansätze ist besser oder schlechter als der andere. Das ist halt so ein, ich möchte herausfinden, wie es funktioniert, aber was halt eigentlich alle tun, ist sich Gedanken machen. Also im Sinne von, was passiert hier jetzt gerade? Wenn wir bei der klassischen Taverne bleiben, was für Leute sind hier so? Und das muss jetzt halt auch nicht jeder einzelne Gast braucht Identität, sondern man kann halt auch einfach so gruppenmäßig entscheiden, was gibt es hier? Gibt es hier irgendwie so zwielichtiges Publikum, das halt irgendwie versuchen möchte, herauszufinden, ob sie Leute übervorteilen können? Gibt es hier irgendwie ja, Händler? Sind das hier irgendwie die freundlichen Halblinge, die Bier trinken? Halt einfach dadurch, wie man die Szene beschreibt, schafft man sich halt schon mal eine kleine Voraussetzung oder schafft halt ein paar Gruppen. Und das sind halt schon mal so im Wesentlichen die Sachen, die da sind, und dann überlegen, ja, wie kriege ich es hin, dass die Leute irgendwie erkennbar sind? Also, es ist auch einfach okay, nicht hundertprozentig, gerade wenn man anfängt oder wenn das nicht der eigene Stil ist, im mittelalterlichen
gestellster Sprache so aus dem Charakter zu sprechen und jeder hat einen eigenen Akzent. Nee, das muss überhaupt nicht sein. Man kann halt auch einfach, also wenn einem gerade kein gutes In-Play, also aus dem Charakter gesprochenes Zitat, kein Wortbeitrag einfällt, dann kann man immer noch einfach beschreiben, was die Person sagt. Das ist vielleicht ein bisschen für den Moment weniger stimmungsvoll, aber die Geschichte geht weiter. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich ans Herz legen würde als Tipp. So, du darfst auch im Zweifel nur beschreiben, was die Person sagt, wenn es anders geht. Du musst sozusagen nicht jede Person zur Perfektion schauspielern können, sondern es reicht manchmal auch einfach zu beschreiben. Und wenn du halt am Anfang beschreibst, hier dieser zwielichtige Typ in seinem zerschlissenen Mantel spuckt vor euch auf den Boden und guckt euch abwertend an, dann ist erstmal eine Erwartung geschaffen. Dann halt einfach nur ein bisschen leicht Aggression in die Stimme legen und du hast halt schon dieses, okay, hier liegt eine Konfrontation in der Luft, etabliert mit super wenigen Details. Du musst halt nicht überlegen, wie steht dieser Charakter zu allen Gesinnungen, wie ist dieser Charakter sozial vernetzt. Oft sind halt NSC in einer Szene auch eine Funktion. Also man kann halt eben, also wenn eher die Funktion ist auszudrücken, in dieser Stadt gibt es unfreundliche Leute und das Verbrechen herrscht, dann brauchst du dann eigentlich nur das verwenden, was auch das ausdrücken kann. Das wird auch im Chat so ähnlich gesehen, dass im Grunde genommen ja eher die Stimmung zu erzeugen ist und man jetzt nicht zu viel Details auch ja, transportieren muss. Ich glaube, jetzt komme ich nochmal auf die Session Zero zurück. Wenn ich die Personen, die mit mir spielen, etwas gut kenne oder zumindest mir einen Eindruck verschafft habe, wie die so, worauf die stehen, was denen wichtig ist, dann weiß ich ja auch oder kann ich besser wissen, besser einschätzen, wie detailliert muss ich beschreiben. Also ich kenne zum Beispiel einen Spieler in meinem Freundeskreis, der will alles genau beschrieben haben. Ja, der fragt dann auch, also welche Farbe hat denn jetzt das Stirnband zum Beispiel, ne? Oder das Armband? Das mag für diese Person entscheidend sein oder daraus was ableiten. So, okay, wenn ich das weiß, dann kann ich als Spielleitung ja auch vorher mich darauf vorbereiten. Wenn ich aber weiß, okay, ist mehr so in Anführungszeichen durchschnittlich, so normale Beschreibung und eher so eine Stimmung erzeugen, reicht vollkommen, dementsprechend auch. Also mein Tipp wäre, macht eure Vorbereitung, was die NSCs angeht, also ihr solltet euch darauf vorbereiten, macht die aber nur so detailliert, wie ihr denkt, also einzuschätzen vermögt, wie eure Spielenden da so drauf sein werden und womit sie zufrieden sein werden. Ne? Also man muss sich jetzt auch nicht, wie du schon sagst, jedes kleinste Detail, welche Farbe haben die Ringe und so weiter und so fort und auch die Schnürsenkel, das kann schon sehr ja, überanspruchen, glaube ich, und von dem eigentlichen Fokus einem wegleiten. Ne? Und manchmal ist es auch gar nicht so schlimm, also komplett nicht vorbereitet sein, das wäre, glaube ich, nicht so gut, aber manchmal ist es auch gar nicht so schlimm zu sagen, ja, also weiß ich jetzt nicht, oder denkt euch aus, welche Farbe die Jacke halt anhat. So kann man ja sagen. Ne? Damit gibt man ja auch zum Ausdruck, ohne es abzuwerten, dass es jetzt auch nicht so spielentscheidend ist. Ne? Ja, und du kannst dann auch sagen, ich brauche eine Sekunde. Also manchmal ist es besser, dir einen Moment zu überlegen oder halt nochmal in deine Notizen zu gucken oder das Abenteuer, das du hast, um dir sicher zu sein, dass du halt das jetzt nach deiner Zufriedenheit machst, anstatt eben halt einfach auf Zwang diesen Fluss aufrechtzuerhalten. Manchmal ist es eine kurze Pause, sich sammeln und dann die Figur gestalten hilfreich. Das sollte jetzt halt nicht. Also, ich glaube, es ist selten wert, eine 10-Minuten-Unterbrechung zu machen, um eine Figur zu gestalten, die jetzt nicht wichtig ist, aber halt eben sich kurz sammeln ist eigentlich immer okay, so. Und was halt der Spieler macht, indem er nachfragt, und das finde ich eigentlich sehr hilfreich, ist eben zu sagen, was interessiert mich, was möchte ich. Und ich glaube, das ist etwas, was ich fördern würde als Spielleitung. Also, dass die Spielenden Fragen stellen können, dass sie Elemente der Welt abfragen können, einfach. Also dadurch, welche Farbe das hat, wird halt auch schon gezeigt, okay, was ist dann sozusagen, was ist für die Vorstellung wichtig, da kann man sich auch merken, ja, okay, Farben beschreiben ist wichtig für diese Person, aber auch gleichzeitig, ja, eben, indem man es beantwortet, gestaltet man gemeinsam die Welt. Genauso kann man halt auch zurückfragen, also das ist halt nicht klassisch aus D&D, aber wenn man halt diese ganze Welt von Story Games und anderen Spielleitungsstilen mitnimmt, ist es auch immer okay, die
Spielenden Dinge zu fragen und Sachen zur Welt beitragen zu lassen. Sowas wie halt, ja, halt eben, wenn eine Person so halt sich umsieht und fragt, so, ey, gibt es hier irgendwie Leute, die Edelsteine verkaufen? Als Spielleitung, wenn ich jetzt nicht denn direkt die Idee habe, sozusagen so, okay, ich möchte eine Herausforderung daraus gestalten, jemanden zu finden, der Edelsteine verkauft, und dann habe ich ja auch schon wieder Spielinhalte, dann wäre, ist mein Instinkt immer zu sagen, ja. Also aus dem Improvisationstheater gibt es halt den Satz, dass man sagt immer ja. Und das bedeutet halt nicht, es stimmt immer, aber man nimmt halt immer die Prämisse erstmal an und geht damit weiter. Und das heißt, ich würde da dann einfach die Person, die Edelsteine verkauft, reinwerfen in dem Moment, weil es eben sozusagen für den Spieler Wichtig interessant ist gewesen oder ist. Und dann interessant, kann man ja. natürlich auch eine Frage zurückstellen, so hier, was sind die wertvollsten Edelsteine hier, wie sehen die aus? Oder hier, ja, was ist das für ein Typ? Und so einfach gemeinsam die Welt gestalten und die Mitspielenden halt auch einfach mit reinholen, weil wenn die eigene Kreativität gerade nicht ausreicht, man hat halt eine Gruppe von Leuten am Tisch, die alle an der Handlung auch genauso interessiert sind wie man selber. Also kenne dich selbst, denke ich, als Spielleitung. Wenn man glaubt, man kann improvisieren oder vielleicht eben auch das trainiert hat im Laufe der Zeit oder ein Talent hat, je nachdem, dann braucht man vielleicht etwas weniger sich auf solche Situationen vorbereiten oder nervös werden. Dann kann man eben, wie du sagst, ja kurz verschnaufen, kurz mal ein Glas trinken, sich sammeln und dann improvisieren. Diejenigen, die da sich das vielleicht noch nicht so zutrauen, die können entweder sagen, ja, habe ich nicht vorbereitet in dem Augenblick oder die lassen sich ein bisschen Zeit geben und gegebenenfalls haben sie es sogar auch vorbereitet, also die drei Stufen. Also die brauchen halt ein bisschen mehr Vorbereitung im Vorfeld, dass sie dann sozusagen auf der sicheren Seite sind und halt sagen dann in dem Augenblick, gut, war jetzt nicht so spielrelevant und so. Ich glaube, da ist eine gewisse Offenheit besser, als wenn man dann den Spielern so das fast Gefühl gibt, ja, das übergeht man, das ist jetzt einfach mal nicht wichtig oder so, ne? Also ich glaube, dadurch wird auch dieses Gemeinsame, die Gemeinsamkeit, das Team ja, verstärkt. Ich will es mal so ausdrücken, weil es, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Grundverständnis bedeutet, gerade bei dem Spiel Dungeons & Dragons, weil anfangs haben wir ja gesagt, wir haben diese Storytelling-Rollenspiele, da ist es ja auch viel mehr ein Miteinander. Und bei einem Spiel wie Dungeons & Dragons hat der Dungeon Master ja noch eine ganz spezielle Funktion. Er ist ja, ich sag mal, auf der anderen Seite in Anführungsstrichen, weil ist Schiedsrichter oder ist Moderator, ist der Geschichtenerzähler, der ja sozusagen die Herausforderung und so weiter vorstellt und auch darstellt und auch spielt. Und dennoch sollte man sich als gemeinsames Team da irgendwie fühlen, ne? Also nicht so ein ihr auf der einen und ich auf der anderen Seite, ne? Also jedenfalls nicht so klar getrennt. Und da kann man, glaube ich, auch in solchen Situationen eben die Spieler mit einbeziehen. Genau. Und ja, wenn man viel Vorbereitung braucht, reicht also sozusagen, hilft es zu lernen, wie man die Vorbereitung eines Charakters verdichtet. Also zum Beispiel, um bei D&D Produkten zu bleiben, in Wilds Beyond the Witchlight, da Ja. werden praktisch schon Karteikarten Ah mitgeliefert ja. für die wichtigsten Nichtspielerfiguren, die dann halt sozusagen einfach separat kann man die mitnehmen und sich dann halt immer ansehen. Hat halt eben in Stichworten die einfach die relevanten Eigenschaften da und die halt auch Hinweise, wie man die Figur spielen kann. Und das wäre jetzt was, wenn ihr halt schon eine D&D-Bibliothek habt, was halt für viele AnfängerInnen nicht zutrifft, wäre das, was ich mir angucken würde. Aber ansonsten ist es halt was, wo man sich halt überlegen kann, legen kann. So, was sind für mich die wichtigsten Informationen, die halt auf eine Karteikarte zum Beispiel passen? Weil das ist halt was man in dem Moment referenzieren kann, wo man sagen, einen Blick brauche ich hier, ich weiß nicht, ein paar Adjektive in diese Figur. Und dann hat man schon einen Ansatz, wie man die eigentlich spielt. Und sowas kann halt auch, also sich Notizen machen, kann auch super hilfreich sein, wenn man halt jetzt eine Figur improvisiert, wie zum Beispiel einen Diamanthändler. Dann kann man halt eben Notizen machen. Ja, hier, ein Gnom und der ist schüchtern und der ist kurzsichtig und wenn ich den spiele, gucke ich immer nach unten oder kneife ein Auge zu, als ob ich praktisch so eine Linse drin hätte und mir Edelsteine. Und schon hat man halt mit diesen wenigen Notizen festgehalten, wie die Figur spielt. Und wenn die jetzt in einem Monat wiederkommt, dann hat man sofort die Notiz oder man kann die Notiz auffinden, kann sagen, ja, ich muss nochmal gerade die Notiz suchen und hat dann direkt wieder, okay, das waren die wenigen Eigenschaften, auf die ich den fokussiert habe und so kann ich ihn direkt wieder spielen. Ja, das finde ich ein guter Punkt, dass im Grunde genommen, also bei Wild Beyond the Witchlight ist es schon sozusagen
erstmalig, jedenfalls im offiziellen Produkt so vorgemacht. Und das ist ja jetzt auch nicht eine Seite Text, ne? Also man muss jetzt auch nicht einen Roman schreiben oder den NSC so ausführlich bauen, erstellen, wie man vielleicht einen Spielercharakter erstellt. Muss er nicht. Sondern so drei, vier Attribute, die du gerade ja auch erwähnt hast, reichen ja schon, um etwas zu erzeugen bei den Spielern, wenn die sehen, ah, oder hören, okay, kurzsichtig, was ich, hinkt vielleicht noch, oder ein bisschen fettleibig, was weiß ich, was man da für Attribute da hat. Und schon hast du mit drei, vier, ja, Elementen erzeugst du ja schon eine Atmosphäre, eine Stimmung, wo die dann drauf reagieren können. Also garantiert wird, irgendeiner wird auf irgendetwas reagieren. Und dann hast du die Situation schon, ich sag jetzt mal, gerettet oder am Laufen zumindest, ne? Gut, also was heißt so Charakter, Interaktion, Charakter, also mit Charakter meinen wir jetzt hier Nichtspielercharaktere, sich nicht zu viel Druck machen und ausgehend von dem, wie man sich kennt und auch die Spieler kennt, die da mitmachen, die Vorbereitung ja entsprechend gestalten. Genau. Ja. Okay, nun ist es ja so, Nichtspielercharakter ist ja die eine Komponente, die dann vorkommen kann, auch manchmal eben unkontrolliert vorkommen kann, also die man jetzt nicht so planen kann, wann kommen sie zum Einsatz. Ne? Manchmal kann man sie, aber wie wir gerade in der Tavernensituation besprochen haben, kannst du ja, also wenn du die Taverne als voll beschreibst und nicht nur, dass da ein einziger Ork sitzt, dann kann da eben schon eine gewisse Variabilität und Nichtplanbarkeit entstehen. Und genauso kann es ja passieren, wenn du es jetzt nicht unbedingt durchziehen willst, also Railroad-mäßig durchziehen willst, wie es ja vielleicht auch im Starter-Abenteuer zum Teil vorgegeben ist. Aber auch da gibt es ja Schlupflöcher. Ne? Da könnten ja auch die Charaktere auf die Idee kommen, naja, wir gucken uns mal dieses Haus und jenes Haus an und vielleicht laufen wir einfach doch einen anderen Weg entlang erstmal und dann, ja. Gibt es da vielleicht auch Fragen, was die Umgebung angeht? Gibt es auch Fragen, was die Hintergründe angeht? Also ich gebe mal einen Stichpunkt im Starter-Set, also in dem Lost Mines of Phandelver Starter-Set meine ich, das ist nicht das aktuellste von Dungeons and Dragons, kommen ja einige Nichtspielercharaktere vor, die zu bestimmten Fraktionen oder Factions gehören. Ne? Also Rat der Grafen und so weiter, Zentarim, was ja sehr cool ist. Jetzt ist der neue Spielleiter da und liest das. Was macht er denn da, wenn eben ein Spielercharakter dann da gleich darauf eingeht und sagt, ja, super, Rat der Grafen, finde ich eine gute Geschichte, beziehungsweise der Silde Hallwinter kann ja sogar auch Titel vergeben für besondere Aktionen. Wie gehe ich denn damit um als junger Dungeon Master, als Padawan? Tendenziell würde ich mich erstmal informieren mit den Infos, die diese Box zur Verfügung hat. Oder das Abenteuer, der Text. Und wenn dieser Text halt dir nicht die Informationen gibt, die du brauchst, dann hast du eigentlich zwei Wege, mit denen du damit umgehen kannst. Der eine ist, du suchst an anderer Stelle weiter. Etwa, wenn man halt weiß, okay, hier gibt es diese Forgotten Realms, das ist einfach ein etabliertes Setting, da wird es noch etwas geben. Ich gucke mal ins Internet und da gibt es halt hundertprozentig eine Forgotten Realms Wiki, die dir mehr Infos gibt. Das ist halt eine Möglichkeit, wie du damit umgehen kannst. So, wir haben eine etablierte Spielwelt und da möchte ich mich drin bewegen und ich hole mir die Infos von da. Und die andere Option ist, ich denke mir was aus. Und das kann sein, ich denke mir mit dem Spieler zusammen, wie wir eben schon beschrieben haben, Fragen stellen, Ideen aufgreifen, zusammen was aus, weil wenn das Ziel für so einen Charakter ist, einen Titel zu haben, dann ist ja halt auch wahrscheinlich eine Vorstellung, was bedeutet das für mich, warum ist das cool? Dann, das ist halt ein Ansatz sozusagen, ich hole meinen Spielern an Bord und dann gestalten wir es gemeinsam. Oder halt, du denkst dir halt einfach selber was aus. Also einfach im Sinne von, du denkst dir, ohne jetzt dir irgendwelche Grenzen aufzuerlegen oder so, aus, was für dich da gerade die passende Antwort wäre. Was ist der Rat der Grafen? Sind das mehrere Grafen? Warum hängen die miteinander rum? Und ja, was bedeutet so ein Titel? Und wenn du halt dir nur eine fancy Anrede aus dem zum Beispiel Internet suchst, halt sowas wie, ja, okay, der wird halt jetzt, wenn man diesen Titel hat, dann müssen dann alle Leute als euer Durchlaucht anbrechen, um höflich zu sein. Dann hat das, also ohne dass es irgendeinen Wertevorteil hat, eine unmittelbare Auswirkung auf das Spiel, wenn die Leute den Paladin immer mit euer Durchlaucht begrüßen. Dann sozusagen, du merkst, was den Titel verdient. Und das hat einfach mit sehr wenig Anpassung, aber eben
einfach in dem NSC daran denken, eine unmittelbare Auswirkung auf das Spiel. Aber ja, es ist halt so dieses Überlegen, wie kann ich es ins Spiel einbringen und genau, möchte ich sozusagen in einer etablierten Welt bleiben oder möchte ich die Welt selbst gestalten? Da stellt sich ja nämlich folgende Frage: Wie gut muss ich denn halt die Welt kennen? Ne? Also, wenn ich in den Forgotten Realms spiele, in der Schwertküste und eben auch solche Abenteuer, so gerade bei den vorgefertigten Abenteuern ist es ja, glaube ich, da habe ich ja eben schon vorgegeben, ne? Deshalb heißt es ja vorgefertigtes Abenteuer. Bei einer Homebrew-Welt kann ich mir eben, wie du schon sagst, was ausdenken, dann ist es halt so. Ne? Da wird jetzt keiner widersprechen. Aber wenn ich jetzt bei eben Lost Mines of Phandelver mir spontan was ausdenke, was die Zentarim sind, weil ich es nicht vorbereitet habe, kann es dann irgendwie ja vielleicht negativ ankommen bei den Teilnehmern, weil die ja denken, naja, eigentlich habe ich jetzt was anderes erwartet, ne? Oder vielleicht haben sie auch was drüber gelesen. Also wie tief müsste ich denn, sollte ich denn einsteigen, deiner Meinung nach? Was wollen wir eigentlich als Tipp geben? Ja, es sind mehrere Punkte. Und also du hast ja gerade Homebrew erwähnt. Also, ich glaube, es gibt bei D&D zwei große Schulen des Spiels. Das eine ist halt ich spiele vorgegebene Abenteuer und ich spiele im etablierten Setting. Das ist oft Forgotten Realms, aber wir haben halt auch Ravenloft zum Beispiel oder Eberron. Und so. Es gibt halt einfach Settings, wo man sagen kann, wir haben hier eine gemeinsame Welt. Das hat große Vorteile, wenn man zum Beispiel mit anderen D&D-Spielenden ist, dann sozusagen unsere Charakter haben dieselbe Erwartungen an die Welt. Ich kann meinen Charakter aus den Forgotten Realms in einer anderen Forgotten Realms-Runde spielen und das Setting wird schon so funktionieren. Wir haben dieselbe Verständnis, es gibt denselben Götterhimmel und dergleichen. Das bietet halt Vorteile für, ich sag mal, Kompatibilität der Figuren das gleiche. Und wenn man Spaß hat, sich in Settings einzulesen, dann kann das halt auch einfach eine sehr erfüllende Beschäftigung über das Spiel am Spieltisch hinaus sein, sich eben mit dem Setting zu beschäftigen, zu überlegen, was denkt mein Charakter darüber, was weiß mein Charakter darüber, wie sieht diese Welt aus? Das ist halt eine, ja, man liest es halt einfach aus Spaß, das Hintergrundmaterial. Und wenn dir das Spaß macht, dann ist das eine gute Sache als Spielleitung. Also wenn du ein vorgegebenes Setting spielst, dann musst du halt Spaß daran haben, mit dem Setting zu interagieren und da etwas drüber zu lernen. Genau wie wenn du halt ein vorgegebenes Abenteuer machst, musst du halt sozusagen Spaß haben, auf der Basis dieses Abenteuers zu spielen leiten. Womit ich nicht sagen will, du musst dich sklavisch an alles halten. Letztlich sind es eure Realms, es ist eure Mine von Phandelver, eure Wilds, ihr könnt damit tun, was ihr wollt. Das ist halt auch immer der Ansatz mit. Dass man letztlich das Abenteuer als Werkzeug nutzt, die Spielwelt als Werkzeug, aber ja, wenn man sich darauf einlässt, spielt man schon diese Grundvoraussetzung. Aber daneben steht halt Homebrew, sozusagen im Sinne von wir das Selbstgebrannte. Also wir basteln uns alles zu Hause zusammen, wir gestalten unsere Welt und wir gestalten das Abenteuer halt nach eigenen Bedürfnissen. Wir denken uns das aus, wir haben keine Basis außer das, was unserer Gruppe existiert oder halt eben, was wir aus den Büchern zusammen glauben, wo wir halt einzelne Hintergrundelemente nehmen. Und diese Entscheidung ist halt eine, die man eventuell als Gruppe treffen sollte, aber wenn man als Spielleitung keine Lust hat, ein Abenteuer selber zu schreiben und lieber aus dem Buch leitet, dann ist das halt so. Dann müssen die Leute, die mitspielen, auch damit klarkommen, dass man das halt so möchte. Und dann ist es. Und wahrscheinlich wird es für sie auch keinen qualitativen Unterschied machen. Zumindest nicht auf der Ebene, als dass man dann nicht spielen kann, wenn die Spieler sagen, ja, ich hätte eigentlich gerne ein nicht vorgefertigtes Abenteuer. Sagt der Spieler, ja, aber ich möchte halt kein Abenteuer schreiben. Ja, aber dann den Kompromiss findet man. Und genauso ist halt in der Spielwelt, weil wenn du als Spielleitung am wenigsten Interesse daran hast und eigentlich lieber dir eine eigene Welt gestalten würdest, aber die Spielenden halt total tief in der Lore von Forgotten Realms drin sind zum Beispiel, dann kommt es halt zu einem Clash, was du eben gesagt hast, wenn man hier die Centauri, wenn da eine andere Erwartung besteht. Ich persönlich würde halt auch sagen, okay, dann nutzt die Ressourcen deiner Mitspielenden. Gerade wenn die Mitspielenden haben schon Erfahrung darin und du noch nicht als Spielleitung. Ihr fangt alle an und sie haben sich halt in dem Bereich eingelesen und du nicht. Und dann kannst du halt auch einfach fragen. Oder wenn sie sagen, ja, hier, wenn sie so halt mit großem Wissen über die Centauri reden, kannst du halt auch fragen, ja, was sind das eigentlich so? Es ist ja keine Schande, das Wissen der Mitspielenden reinzunehmen. Und von dir als Spielleitung kann auch niemand erwarten, dass du alles wie ein Lexikon weißt. Genau. Es ist okay, halt zu sagen, ja, ich müsste mich in die einlesen, oder es ist okay, erklär mir mal, was das ist, und dann spielen wir mit dem Wissen weiter. Oder eben,
ab dem Moment würde ich sagen, ja, aber es ist in Forgotten Realms ganz anders. Da kannst du auch sagen, ja, okay, ich würde hier aber gern abwandeln, weil ich habe da eine Idee mit. Und, das ist halt eine, und man kann eben auch sozusagen damit die Elemente verändern von, okay, wir homebrewen in diesem Aspekt, wie halt, was sind die Zentren in unseren Forgotten Realms, aber ansonsten gelten halt sozusagen die Settings weiter. Also man kann auch Homebrew und ich sag mal werktreue mischen. Also, das ist auch wiederum das Thema, kenne dich und kenne deinen Spieler. Und das hast du ja, hat man ja im Vorfeld ja schon eben abgecheckt, wie viel, welches Setting wollen wir spielen und wie tief muss das halt, sag ich mal, getreu den Büchern halt sein. Das hat man ja vorher irgendwie schon mal besprochen. Dann hat man auch eine gewisse Ahnung, okay, wie tief muss ich denn halt auch mich selber vorbereiten. Und ist auch eine Frage, wie du schon sagst, ob ich darauf Lust habe oder nicht. Ne, wenn ich mit einer Spielergruppe konfrontiert bin, sage ich jetzt mal so, die sehr viel Detailgetreue und Lore ohne Ende haben möchte, ich aber eigentlich weniger daran Spaß habe, ja, dann bin ich vielleicht für diese Gruppe gar nicht so der passende Dungeon Master. Das heißt nicht, dass mein Stil nicht gut ist, sondern das passt halt einfach nicht. Ne? Und was ich persönlich immer vor allem setzen würde, ist der Fluss des Spiels. Also, wenn es eine Situation gibt, ob es jetzt zum Beispiel eine Situation ist, die, ja, wo die Zentarim oder eine andere von diesen Fraktionen, die Harpers, rankommen und man da in Anführungsstrichen eine Lücke hat oder nicht so viel Wissen hat, nur so oberflächlich ist und jetzt so nachkramen, nachschauen, einfach den Spielfluss irgendwie stören würde, würde ich auch einfach weitermachen, ne, weiterspielen. Damit eben da nicht so ein Break reinkommt. Solange es nicht spielentscheidend ist, weil wenn es spielentscheidend wäre, hätte ich mich ja darauf vorbereitet, wenn es nur so en passant läuft, also wie zum Beispiel bei den Abenteuer Lost Mines of Phandelver, läuft es ja so nebenbei. Die werden halt, also es ist wieder Dropping, ja, wir droppen mal, dass es so vier, fünf bekanntere, wichtige Fraktionen gibt. Aber es ist jetzt nicht so spielentscheidend. Ne? Die spielen ja keine große Rolle in dem Sinne. Weil es ja nicht um eine von den Fraktionen geht, die da gegen eine andere agiert. Also der Plot hat ja damit gar nichts zu tun in dem Sinne. Und ich glaube, dieses Grundverständnis am Anfang ist wichtig, dass es eher so um einen guten Spielfluss geht und da kann auch der Dungeon Master eine gewisse Souveränität dann auch an den Tag legen und sagen, ja, wie du schon sagtest, ne? Ja, weiß ich jetzt nicht so, könnt ihr was dazu sagen? Wenn nicht, komm, lass uns doch weitermachen, ne? Also gar nicht davor erschrecken, wenn es, also das ist sozusagen unser Tipp, so ein bisschen an die Neueren. Ihr müsst jetzt nicht irgendwie sagen, oh mein Gott, das weiß ich jetzt nicht und was mache ich denn jetzt hier und dann eine halbe Stunde unterbrechen, gar nicht. Weiterspielen, weiterdrehen an dem Film, ne? Genau. Das ist halt im Zweifel, wenn die Story weitergehen kann, dann einfach halt weitermachen und den Schritt nach vorne tun. Jetzt gibt es ja gerade bei Dungeons & Dragons ein Element, was im Vergleich zum Beispiel zu, was nehme ich denn, ja, die World of Darkness Spiele, da ist ja weniger Kampf so im Vordergrund, oder Call of Cthulhu kommt zwar auch vor, aber ist eher Randerscheinung, würde ich mal sagen. Bei Dungeons & Dragons spielt es ja auch, also die Encounter, was du ja angesprochen hast, und Encounter können durchaus auch in Kämpfe münden. Es wird ja auch so gesagt, von Wizards of the Coast zum Beispiel, dass Dungeons Dragons aus diesen drei Säulen besteht, ne? Roleplaying, soziale Encounter und Kampf. Also scheint ja zumindest zu 30% eine bedeutende Rolle zu spielen. Das ist ja auch eine, kann auch eine Herausforderung und ich kann, es ist auch eine Herausforderung für die Spielleitung. Was wären denn so deine Ratschläge, wie sie sich auf das Thema Kampf gut vorbereiten kann? Ja, das ist halt war erstmal eine Grundvoraussetzung für D&D tatsächlich, sich mit den Kämpfen zu beschäftigen. Also, ja, natürlich, man kann ein Abenteuer gestalten, wo keine Kämpfe drin vorkommen, aber es ist halt nicht das ist nicht die Grunderwartung. Und es ist halt, wie wir am Anfang sagten, bis zu einem gewissen Grad auch herausforderungsorientiert, der Umgang damit. Das heißt, du musst halt lernen, Herausforderungen zu stellen. Das Abenteuer erstellen Kapitel im Spielleiterhandbuch, also im Dungeon Masters Guide, gibt dir da schon ein paar Grundlagen. Es lohnt sich, das zu lesen, was die zu erzählen haben für die Gestaltung von Kämpfen, so wie schwierig soll das alles sein? Und anerkennen, das ist ein Spiel, das ich gerade lerne. Und ich lerne praktisch, ich entwickle eine Systemmeisterschaft, sage ich werde gut darin, Kämpfe zu gestalten. Und man kann sich da mit anderen Spielleitungen austauschen. Das ist, wenn man halt online vernetzt ist und da ihr hier online unterwegs seid, wenn ihr das seht, habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, eine Community zu finden, etwa diesen
großen Dungeons Dragons Discord. Da könnt ihr fragen, so, okay, ich brauche, halt, ist dieser Kampf, ist das fair für eine Gruppe hier, was weiß ich, Rogue, Paladin, Wizard auf Stufe 2? So, ist das, sind diese Goblins, ist das, ist das gut gestaltet? So, das ist eine, das muss, ist halt was, was man lernen kann. Und man lernt halt eben auch mit den taktischen Möglichkeiten der Monster umzugehen. Das ist halt einfach eine Erfahrungssache, in die man reinkommt. So, das ist eine, man spielt sich rein und es ist okay, am Anfang nicht super gut da drin zu sein, weil die Mitspieler sind es teilweise eben auch nicht. Und es ist auch okay, da gemeinsam an der Lernkurve zu arbeiten. Und ich würde sagen, hol dir auch Feedback von deinen Mitspielenden. Also hol dir ja, Erfahrung an, wie, also kam ihnen das gerade super schwierig vor? War das ein Kampf, der ihnen zu leicht vorkam? Im Sinne von, das war auch keine Herausforderung, haben wir locker weggeputzt. So. Und auch eben nicht nur auf Charakter, sondern auch auf Spielerebene. So. Die halt einfach ein Feedback holen für die Kampfgestaltung und gegenseitig drüber reden, wenn ihr anfängt, weil das ist halt ein. Also generell, als Spielleitung, du spielst im Kampf nicht, um zu gewinnen. Du spielst, damit das für die, also du stellst eine mechanische Herausforderung, die die Spielen aber in der Regel schaffen sollen. Das ist halt was, sonst du nimmst du halt einfach ein sehr hochstufiges Monster, was sie nicht besiegen können, das macht sie halt alle fertig und das ist nicht, worum es geht. Also deine, sozusagen, du musst versuchen herauszufinden, wo ist mein Sweet Spot, so, was möchte ich mit diesem Kampf erreichen, so, soll das ein Kampf sein, der die Spielenden dazu, sozusagen ihnen das Gefühl gibt, sehr mächtig zu sein in dieser Welt, dann sind halt schwächere Gegner gut. Möchte ich, dass das hier eine, möchte ich, dass es eine echte Herausforderung ist, zu sagen, so, puh, das haben wir gerade geschafft, so. Soll der Kampf irgendwie eine Geschichte erzählen? Das sind halt so, halt eher die Drehschrauben, an denen du drehst. Also das Gewinnen ist nicht mal super relevant, sondern wie gestalte ich das als eine spannende, aber schaffbare Herausforderung? Also bis zu einem gewissen Grad ist halt die Gestaltung von Dungeons Dragons Kämpfen auch Spieldesign. Wo die sozusagen, du möchtest ein Spieldesign, wie halt ein Computerspielentwickler das tut. Also, du möchtest, die Spielenden sollen eine Herausforderung haben. Es soll spannend sein, es soll auch Fähigkeiten herausfordern bei ihnen, bis zu einem gewissen Grad, nämlich eben das Kampfsystem von D&D zu benutzen, die taktischen Entscheidungen da zu treffen. Aber es soll ihnen nicht die Lust am Spiel verderben. Und da Dungeons & Dragons ein Spiel ist, bei dem die Grunderwartung ist, Charaktere können auch sterben und es ist aufwendig, sie wiederzubeleben. Also ein Charaktertod muss nicht endgültig sein, aber gerade am Anfang des Spiels ist das etwas, was eine Figur halt längere Zeit rausnehmen kann. Ist halt auch nicht einfach ein Kampf, den du halt respawnen kannst. Also natürlich kannst du das tun auf der Meta-Ebene, sagen, okay, wir haben das hier Zurück, gerade nochmal von sehr vorne. versaut, das ist unser erster Kampf, lass nochmal neu starten und wir lernen das alle nochmal so. Natürlich etwas, was du einfach als Aussage tun kannst, aber das ist halt nicht die Erwartung, dass man jeden Kampf rewinden kann, sondern man möchte schon ja, eine Herausforderung haben, die in eins durchspielbar ist. Also, du hast ja mehrere Punkte erwähnt. Erstmal will ich einen rauspicken: man kann auch sterben. Ne? Also, beziehungsweise, das ist auch ein Thema, das meines Erachtens auch in eine Session Zero reingehört. Hey, Freunde, bei Dungeons Dragons kann man sterben. Ist euch das klar? Also, sollte, aber man muss trotzdem nochmal erwähnen: und wie gehen wir damit um? Es kann ja auch durchaus sein, dass eine Gruppe damit umgeht. Nein, also eigentlich ist es für uns wichtig, wir wollen immer alle cool zusammen sein. Sterben gibt es hier nicht, besonders wenn er stirbt. Knopfdruck ist wieder da oder kommt halt die magische Hand des Dungeon Masters und wird wieder erweckt oder so. Kann ja auch sein, ne? Was ein bisschen, naja, schräg wäre, aber okay. Wenn das im Vorfeld geklärt ist, also Sterben ist möglich und wie geht man halt damit um, grundsätzlich. Und du hast also ja auch sehr ausführlich halt beschrieben, was der Sinn auch eines Kampfes bei Dungeons & Dragons ist und welche Herausforderungen er allgemein stellt und auch welche Herausforderungen es an die Spielleitung stellt. Daraus hört man ja schon mal raus, dass es nicht so laufen kann und nicht laufen sollte. Ah, okay, jetzt hier in dem Seite sowieso, bei Lost Moments of Phandelver kommen ein paar Goblins. Ach, geht ins Kampf. Ah, okay, dann mache ich einen Kampf. Und abgehakt im Kopf. Ich glaube, irgendwie bei Dungeons and Dragons ist der Kampf halt sehr facettenreich, also auch was die Charaktere, also die Monster zum Teil können. Damit sollte man sich beschäftigen. Weil in den Monster Manuals auch sehr ausführlich ihre verschiedenen Fähigkeiten und Taktiken halt schon beschrieben sind. Es ist eben ja nicht nur so, dass die ein Schwert haben und einmal zustechen, sondern manchmal haben sie auch mehrere Sachen oder bestimmte Verhaltensweisen. Also da kann ich ja auch Roleplaying-Elemente reinbringen. Goblins sind auf der einen Seite feige, aber auch verschlagen. Ne? Also ein Kampf mit den Goblins läuft ganz anders ab als vielleicht mit einem brutalen Grottenschrat.
Das muss mir auch klar sein. Wenn ich es nur mechanisch sehe und sage, ah, so viel Hitpoints, so viel Angriffe, dann geht viel halt verloren, ne? Und ich glaube, man tut sehr gut daran, auch als neuer Dungeon Master, wenn man sich vielleicht einmal im Kopf mal so das schon durchspielt, durchfilmt, so gewissermaßen, was kann passieren und wann greife ich vielleicht halt wie ein. Ne? Also gerade auch bei Lost Mines of Phandelver höre ich immer wieder, da lese ich auch immer wieder, dass der erste Kampf ja schon so ziemlich deadly sein kann. Ne? Stimmt auch. Also je nachdem, wie ich den inszeniere, wie ich den spiele. Und ich glaube, darüber sollte man sich auch Gedanken machen, dass man gegebenenfalls das so weit beherrscht, auch als Anfänger, zu wissen, wann greife ich da halt vielleicht ein. Oder wenn ich merke, meine Spieler sind noch nicht so, ja, sind nicht gut vorbereitet darauf, werden überwältigt, dann kann ich auch überlegen, ob ich gleich alle auf einmal drauf stürzen lasse oder halt nicht. Ne? Also so einen Kampf sollte man im Kopf schon einmal durchgespielt haben, würde ich mal so empfehlen. Oder wie siehst du das? Ja, dem würde ich zustimmen. Und was du mit dem Tod gesagt hast, ich würde, also der einfachste Hack, das zu sozusagen, wir möchten nicht, dass unsere Charakter getrennt werden oder das einzelne Sterben, das zu lösen, wäre für mich der Hexen-1733-Ansatz. Also in dem Spiel sterben, also wenn die Hitpoints auf null fallen, ist der Charakter halt kampfunfähig und liegt da halt rum und muss gerettet werden. Aber sozusagen, solange nicht alle sterben, überleben alle. Also es ist halt so, wenn die ganze Gruppe auf null fällt, dann ist halt auch Schluss, aber. Sonst sind die halt alle nur kampfunfähig und schwer verletzt. Und ich glaube, das ist halt aus narrativen Gründen, wenn man halt eben den Tod nicht will, ist das eine Lösung, die eben ich sag mal, die Kampfdynamik nicht verändert. So. Das ist halt ja, die Figur ist halt raus für den Moment, aber man kann sie heilen. Das ist halt, also man verändert im Grunde nicht das Regelsystem, sondern nur, was bedeuten Hitpoints auf Null. So. Das ist ein Ansatz, den ich da sozusagen immer spontan vorschlagen würde. Und ja, den Kampf sich schon mal, ja, schon mal Gedanken machen über den Kampf, das ist cool zu tun und gerade wenn man auch selbst halt, wenn es dein allererster Kampf ist bei D&D, dann geht alle offen damit um, wir lernen hier die Regeln, wir lernen hier, wie das funktioniert. Und dann halt, lass Leute halt auch in dem Kampf was zurücknehmen lassen, also dass sie was zurücknehmen können. So, okay, die Entscheidung war jetzt schlecht, kann ich mich nochmal woanders hin bewegen oder so. Ja, offensichtlich kannst du das, weil es geht hier darum, dass wir lernen, wie dieser Kampf funktioniert und nicht darum, okay, das ist jetzt schon eine harte Herausforderung, die schafft ihr nicht. Weil, ja, ich würde sagen, das Ziel des ersten Kampfes ist nicht tödlich zu sein, sondern oder ein höchstens sozusagen tödlich zu sein und zu demonstrieren, wie es funktioniert, aber es geht nicht darum, das hier ist die erste Hürde, die ihr nehmen müsst, sondern es ist halt, das Ziel ist in diesem Fall, wir lernen den Kampf, weil irgendwo Ja, muss man das lernen. finde ich einen sehr guten Ansatz und genau deshalb habe ich es auch erwähnt, dass ich oft auch mitbekomme, dass bei Lost Mines of Phandelver der erste Goblin-Kampf so tödlich abläuft. Das kann schon sein, aber ich glaube, da kann man eben mit der entsprechenden Dosierung halt auch umgehen und wenn man das auch im Vorfeld so kommuniziert, es geht hier nicht darum, dass ich Dungeon Master euch alle umlege, sondern dass wir auch beim ersten Kampf dann halt actionreich, spannend, aber auch erfolgreich absolvieren. Ich glaube, weil das trägt auch dazu bei, wenn nicht gleich im ersten Kampf alle umfallen, dann haben sie vielleicht keinen Bock mehr weiterzuspielen, keine Lust mehr weiterzuspielen. Kann passieren. Weil sie sagen, Ja. naja, Mensch, ist ja eigentlich so, ich habe mir so viel Mühe gegeben mit meinem Charakter, also insbesondere wenn es ja nicht, wenn man keinen der Vorgefertigten nimmt und ich bin da mal ein bisschen rumgelaufen und schon, weil ich meine, man ist nach einer Stunde spätestens im ersten Kampf, ne? Je nachdem, wie lange man Vorgeplänkel hat, mit Gundren, Feldsucher und so, ist man dann schon eigentlich sofort in einer Kampfaktion. Ne? Genau, Und das wenn dann nach ist. einer Stunde es heißt Game over, weiß ich nicht. Kann schon passieren, dass dann einige sagen, ja, ich spiele lieber dann doch was anderes. Ein Brettspiel oder Genau. so. Ja, genau. Das ist eben, also es kommt zu so früh vor, weil es so wichtig für D&D ist, um es zu lernen. Aber ja, es soll halt eben nicht der Moment sein, wo Leute den Spaß an D&D verlieren. Und ja, was dir als neuer Spieler auch bewusst sein soll, sozusagen, so wie du die Erwartung setzt, so wie du die Welt beschreibst, sind die Erwartungen, die Spielenden dann mitnehmen. Also wenn du halt Kämpfe in aller Härte ausspielst und halt es wirklich so, okay, wir müssen hier in jedem Moment ums Überleben kämpfen, dann werden sie viel risikoaverser handeln in Zukunft. Also wenn sie, sagen wir, was diesen Kampf super hart, sie überleben das knapp. Vielleicht haben sie sogar einen Charakter verloren, der wird durch einen neuen ersetzt, wir haben den nur gespielt, ist okay, wir haben Vorgefechte. Aber sozusagen, sie werden halt auch jeden Kampf wirklich
sozusagen optimiert angehen. Weil Mhm. das ist die Erwartungshaltung, die du, wenn auch vielleicht unbewusst, weil es für dich dein erster Kampf war, gesetzt hast. Also dieses, halt ja, deswegen finde ich dieses Feedback halt wichtig, weil man ja auch gegenseitig diese Erwartung halt schaffen will. Wenn du halt eigentlich eher heroische, wir haben so spaßige Mantel- und Degenkämpfe Gefühle erwecken willst, aber für sie ist es halt halt wirklich hier Fantasy-Vietnam, wir kämpfen halt wie jeder, wir müssen irgendwie. Es geht ums nackte Überleben. Man beschreibt ganz anders, man taktiert ganz anders, man handelt anders. Man macht halt weniger irgendwie stuntig seine coolen Fähigkeiten, sondern ja, versucht halt eben, okay, wie kriege ich das hier im Kampf fürs nackte Überleben ins Optimum raus? Und das sind halt Erwartungshaltungen, die beide okay sind, aber ja, eben, wenn man sie setzt, ohne das eigentlich gewollt zu haben, dann ist das halt was, wo man eher vielleicht nochmal ein Gespräch führen sollte. Genau wie halt der Umgang mit zum Beispiel Pfeilen. Das ist halt, also ein klassisches Ding, was viele Spielende so mitnehmen, ist, okay, wir müssen jeden Zentimeter nach Fallen absuchen und es dauert alles unermesslich lange, durch den Raum zu gehen, weil irgendwann mal so eine Fallensituation war und ihnen das halt so vorkam, als wäre das eine Erwartung des Spiels, das von sich aus immer auszudrücken, dass sie in jedem Moment aufmerksam sind und Ja, oder wenn der Dungeon Master genau den Moment abpasst, wo die eben das Nichts sagen und dann sie in eine Falle fallen lässt, das hätte ich auch unfair, ne? Aber ich, ja, ich finde es ein gutes Beispiel, was du gerade gebracht hast, ne? Dass man eben auch gucken sollte, dass es vielleicht auch so ein Grundverständnis zwischen der spielenden Gruppe gibt und halt der Spielleitung, ja, wie man mit solchen Sachen umgeht. Also, dass es halt echt nicht darum geht, die Spieler irgendwie. Ja, eine rein einzudrücken quasi, ne? Genau, und selbst wenn du halt super oldschool spielst, es geht, also die Herausforderung soll halt trotzdem fair sein. Ja, Das ist, eben. genau. Finde ich auch. Ja. Okay, aber jetzt hast du, mich würde mal von uns interessieren, weil bei Neueinsteigen kann der Kampf auch langsamer sein oder können Sie gerne nochmal was zurücknehmen und überlegen und und. Das ist aber auch jetzt nur so am Anfang okay, ne? Weil, oder wirst du es immer so machen? Gruppendynamik. Weil ich glaube, Also. gerade ein Kampf, wenn der so spannend sein soll, dann kann er auch nicht zu sehr stockend sein, ne? Eigentlich. Ja, klar. Nee, also das. Ja, klar, du möchtest eigentlich Dynamik aufbauen. Und manchmal ist halt die Unterbrechung, wo du halt lange drüber nachdenkst, was gerade das Optimum ist. Das sollte man ja nicht notwendigerweise wieder zurücknehmen und nochmal überlegen. Aber halt jetzt so. Halt generell benutzt halt die Spieldynamik, die euch gefällt. Wenn es halt eben. Wenn ihr merkt, die Kämpfe gehen schneller und flüssiger, wenn man sagt, okay, ich kann Fehler auch wieder zurücknehmen. Im Sinne von, ich hab mich vermessen, ich habe mich falsch hingestellt, ich stelle es einfach nochmal zurück und setze mich neu. Also halt nicht wie im Schachspiel berührt geführt, sondern so, okay, ich halt, wenn sagen wir, eine Spielerin dabei ist, die hat kein gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Da kann es halt einfach, ich schiebe die Figur und ich ziehe sie wieder zurück. Kann halt so viel schneller sein, als das auszumessen und rumzudenken und so. Und deswegen, oder halt, wenn man eben neue Fähigkeiten dazu bekommt, so. Also die Charakter entwickeln sich ja auch, bekommen neue Sachen und so. Wenn man halt dann, okay, ich habe den Zauber falsch verstanden, können wir zurückdrehen. Das ist für mich dann halt immer ist meine Antwort eigentlich auch immer so, ja, dann drehen wir zurück, mach was anderes und genau, sozusagen die Dynamik bleibt halt, also das tun, was in der Dynamik erhalten bleibt. Und also die Grunderwartung ist halt nicht, wenn alle Leute die Kampfregeln beherrschen, so, dass jede Bewegung ständig wiederholt wird oder dass halt jeder würfelt und sagt, okay, er hat mich doch getroffen, ja dann nicht, dann möchte ich ja nicht hingehen. Ja, das ist ja, darum geht es ja nicht. Die Entscheidung muss, also Entscheidung treffen mit den Konsequenzen leben, ist schon durchaus ein wichtiger Teil von Rollenspiel für mich, aber sagen, ich sehe, also für mich macht es einen Unterschied, aus was entsteht diese Entscheidung. Ist das ein Fehler, der entsteht, weil die Person die Regeln nicht kennt? Dann ja, zurückdrehen ist eine Person, ist das eine taktische Fehleinschätzung? Dann eher nicht zurückdrehen. Okay. Ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt ist, das betrifft, glaube ich, alle Anfänger, dass, also in der Kampfrunde insbesondere, dass man nicht erst dann anfängt, sich Gedanken zu machen, was man tut, wenn ich dran bin, sondern schon vorher. Also gut, dass der oder diejenige, die jetzt eine Initiative ganz weit vorne ist, hat dann in Anführungsstrichen einen gewissen Nachteil, weil sie dann zuerst agieren muss. Aber okay, gut, da kann ja der Dungeon Master immer noch sagen, gut, Kampf geht gleich los, seid ihr vorbereitet, was machst du? Und dann kann man ja da noch etwas mehr Überlegenszeit halt geben als den anderen. Ich habe auch oft beobachtet, dass ist dann so passiert,
Ja, alle gucken gebannt, was die erste Person macht und vergessen, sage ich jetzt mal so, dass sie auch irgendwann mal was machen könnten und fangen erst dann an, ach so, was habe ich denn noch auf meinem Charakter steht? Ja, ach so, wie ging das Spell nochmal? Ja, okay. Und das ist halt dann irgendwie blöd. Und das, glaube ich, ist jetzt nicht nur eine Anfängersache, sondern da kann man sich auch darauf vorbereiten. Beziehungsweise gerade wenn ich Anfänger bin, dann umso eher, weil als Erfahrener kann ich vielleicht doch nochmal schnell irgendwas schnippen, weil ich meine, ne, Abilities kenne. Das ist ein Rat, den ich geben würde. Und für die Spielleitung ist natürlich die Herausforderung noch sehr viel größer, weil gerade wir vom Kampf gesprochen haben. Sie muss sich ja auch eigentlich im Vorfeld eben schon darauf vorbereiten und wissen, was können denn meine Monster alles so? Oder zumindest wenigstens 80% sollte man schon irgendwie kennen und drauf haben. Das heißt ja nicht, dass man seine Taktik dann anhand der Dynamik des Kampfgeschehens dann verändert, ne? Aber sich man schon einen gewissen Plan macht. Ne? Also der Goblin kann das und das machen. Ne? Oder es gibt ja auch Monster, die mehrere Aktionen pro Runde haben. Darunter, oder Variabilität, entweder greifen sie halt Nahkampf an oder sie können Zauber machen. Darüber muss ich mich ja auch irgendwie, oder Odin-Waffe zum Beispiel, gerade bei Drachen, sehr interessant. Sie können ja ihre Odin-Waffe einsetzen, aber auch nicht x-beliebig. Also, es sei denn, sie würfeln sensationell. Das sind ja so Dinge, da sollte ich mich als Spielleitung auch durchaus da Zeit investieren, mich vorzubereiten. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und genau, als Spielleiter musst du natürlich mitkriegen, was die anderen machen und darauf reagieren. Also du hast tatsächlich keine wirklichen Leerlaufzeiten in der Spielleitung. Und das ist halt ein Mental Load, der entsteht sozusagen. Du musst halt mehrere Sachen im Kopf behalten und auch daran gewöhnt man sich. Und aber das ist halt etwas einfach so. Sei darauf vorbereitet, dass du eben auch all deine Figuren führen musst und dass sie dann auch irgendwann dran sind, so Ja, in deinem Zug. ich denke, also das meine ich jetzt nicht, dass, weil hier kam ja auch die Spielleitung, sollte Spannung aufbauen, niemals fies sein, auf jeden Fall. Ich finde es ja auch nicht unbedingt fies, wenn ich mich als Spielleitung darauf vorbereite, was können meine Monster. Und ich kenne ja auch die Charaktersheets der Spielenden, ne? Die kenne ich ja, also sollte ich kennen. Da kann ich mich ja auch darauf vorbereiten und überlegen, okay, was könnten sie machen? Jetzt nicht im Sinne von taktischen Vorteil, sondern gerade wenn ich ein Anfänger bin, dass ich dann nicht ins Stocken komme, oh, jetzt haben die das gemacht, was könnte ich denn darauf antworten? Ich guck mal. Ne? Also so meine ich das eigentlich. Also muss jetzt nicht bis ins kleinste Detail vorbereitet sein, aber ich muss wenigstens ein Grundgefühl haben. Ich muss auch ein Grundgefühl haben, weil du auch vorhin von Heilen und so weiter gesprochen hast. Ja, okay, wenn ich die und die Angriffe fahre, die dann auch sehr ja, verletzend sein können, vielleicht sogar tödlich sein können, haben die Spieler dann überhaupt eine Möglichkeit, dann sich dagegen zu wehren oder jedenfalls auch was zu tun, also sich zu heilen und. Ich denke, das muss ich ja durchspielen, damit ich auch die Balance gut hinkriege. Ne? Also Spannung und Dynamik ist das eine und die Balance ist, denke ich, das andere. Jetzt unabhängig von den vorgefertigten Abenteuern, da ist die Balance ja meistens schon irgendwo gegeben, wobei auch nicht immer 100%, weil die Goblins, die stehen halt da drin, wie viel es sind. Aber es heißt, das Abenteuer ist für, was ich glaube, für 3 bis 6 steht da oder 4 bis 6. Es macht schon einen großen Unterschied aus, ob ich 4 oder 6 Spieler habe. Insbesondere kommt auf die Klasse an, was sie spielen, ne? Ja, genau. Also teilweise merkt man auch, wie man es anpassen muss über die Zeit. Ja, fies sein ist halt, also ja, das sollte halt nicht der Anspruch sein, weil als Spielleiter kannst du halt immer gewinnen, wenn deine Siegbedingung ist, die Spielercharakter überleben nicht. Also du kannst halt jeden Kampf so gestalten, dass das so nicht passiert. Deswegen ja, sollte man eben eher ja, die Freude daran haben, okay, die Spieler freuen sich darüber, dass sie gewonnen haben, weil ich es ihnen schwer gemacht habe. Das sollte eher deine Siegbedingung sein und ja, genau. Ja, nicht halt, und selbst wenn im Dungeon Fallen vorkommen, sollte man in den Spielenden eventuell nicht sozusagen halt sprachlich eine Falle stellen, weil sie irgendwas in der Sekunde nicht gedacht haben. Natürlich, je mehr du Procedural spielst, dass man wirklich jede Handlung beschreibt, umso mehr kann man davon ausgehen, dass Sachen beschrieben werden. Aber wenn es nicht üblich ist, das zu tun, dann kann man halt nicht davon ausgehen, dass es eben die Erwartungshaltung ist, in dem Moment, wo du glaubst, dass es jetzt passieren müsste. Also. Ja, das schürt ja auch Misstrauen dann, ne? Also es ist so eine Misstrauenskultur dann irgendwie in der Gruppe entsteht, wenn eben der Dungeon Master nur auf die Situation wartet, jetzt haben sie es halt nicht gesagt. Und ich finde, also selbst, das
kann ja durchaus eben bei einer Anfängergruppe passieren, dass sie nicht dran denken, ah, dass es Fallen geben könnte. Dann kannst du ja, und das ist, glaube ich, auch gerade bei Lost Minds auf Fandevers im Starter-Set auch so angegeben, ja, dann lass doch die Spieler, also die Charaktere meine ich jetzt, würfeln auf eben Wahrnehmung und so. Weil nur das jetzt out of game, derjenige, der den Zwerg jetzt irgendwie spielt, ne, also der Charakter, der spielt, nicht aufgepasst hat und nicht dran gedacht hat, ja, es könnte hier irgendwie auch Fallen auf dem Weg zur Höhle geben. Heißt ja noch lange nicht, dass die Charaktere es nicht getan hätten. Insbesondere, wenn sie ja wissen, wir haben uns jetzt auf die Fährte begeben, nachdem wir halt irgendwie Goblins besiegt haben. Wie auch immer, vielleicht haben sie sogar einen halt dabei. Da sind sie ja schon vorgewarnt. Sie gehen ja dann nicht mehr so stumpf naiv da rein. Ne? Also First-Level-Charakter heißt ja nicht irgendwie Dump. Ne? Genau, das ist halt auch, glaube ich, wenn man so als Spielleitung die Welt beschreibt und gestaltet, von einer grundsätzlichen Kompetenz der Charakter ausgeht. Die haben alle einen Hintergrund, die haben alle einen Beruf gelernt sozusagen. Und dann einfach davon ausgehen, dass sie ja, so grundsätzlich ein Verständnis dafür haben. Ja, so, das heißt, wir haben so den ganzen Bereich Kampf jetzt irgendwie abgehandelt, also Systemmeisterschaft, hast du es ja genannt. Ja, genau. D&D ist halt ein Spiel mit ja, einem relativ komplexen Regelwerk und das muss man als Spielleitung halt auch beherrschen. Ja, wie weit muss man denn als Spielleitung deiner Meinung nach auch diese ganzen Zauber und, also beherrschen? Du hast ja vorhin gesagt, man muss nicht jedes Regelwerk beherrschen, aber. Wo findet man die Balance? Was können wir da so einer Person geben, die jetzt hochmotiviert ihre ersten Abenteuer leiten will und die sieht dann im Players Handbook, hat sie dann doch das Players Handbook angeschafft, das dünne Heftchen in der Starter, da sind ja auch schon einige Spells drin und sieht, oh mein Gott, das sind ja so viele, die muss ich jetzt alle auswendig lernen, bis nächste Woche. Ja, das stimmt halt nicht. Also es ist halt, du hast halt Nachschlagewerk da zur Verfügung, zum einen. Also Regelwerke sind nicht dazu da. Es ist halt nicht wie halt UNO-Regeln, die man auswendig lernt, dann kann man UNO spielen, sondern es ist halt, die Dinger sind halt eben immer eine Mischung aus Spielanleitung und Nachschlagewerk. Und der Nachschlagewerkteil ist halt einer, den du einfach nur referenzierst. Also du musst nicht die Auswirkungen der Zauber auswendig lernen. Es kann halt bei der Kampfgestaltung zum Beispiel helfen oder bei der Gestaltung von Handlungen zu wissen, welche Zauber speziell deine Spielgruppe zur Verfügung hat und um halt das einzuschätzen, was die können. Wenn du halt die vorgefechten Charakter in den Minds halt stellst, dann kann es halt auch hilfreich sein, so im Sinne von, wir machen hier unsere erste Spielrunde und ich erkläre den Leuten etwas, erklären zu können, was die Zauber so grob machen. Aber auch da hilft dir halt der Seitenverweis und du kannst es den Leuten in die Hand drücken. Aber letztlich sind halt die Zauber relevant, die in deiner Gruppe vorkommen. Und auch da kann man die Spielenden zu Experten ihrer eigenen Charakter machen. Also das heißt, die Person, die den Ja. Magier oder eine andere zaubernde Klasse spielt, der kannst du auch durchaus die Verantwortung zu übertragen, ihre eigenen Zauber zu kennen. Richtig, Und ihr im also Zweifel zu sagen, was sie machen, wenn du nachfragst. ja, sehr guter Punkt. Also ich finde da, die Spieler sollten schon irgendwie wissen, was sie können. Das wäre schön. Und da kann man ja auch durchaus fragen, also wenn man als Spielleitung dann nicht den Zauber nicht gerade nicht parat hat, kann ja passieren, auch obwohl man sich vielleicht vorbereitet hat, mal einmal gelesen, aber die Details muss man jetzt nicht kennen. Und solange eine Vertrauenskultur am Tisch ist, und die sollte ja eigentlich grundsätzlich halt da sein, sagt man, okay, du willst jetzt Feuerball machen, ja, kannst du mir nochmal sagen, welche Reichweite der hat, ne? Oder was passiert denn da tatsächlich, ne? So, und ich glaube, die Spielleitung muss, weil wir auch vorhin vom Kampf gesprochen haben, die Mechanik von Zaubern kennen. Also wissen, wie Zauber funktioniert oder was maßgeblich ist, nämlich eben eine Reichweite ist wichtig, eine Dauer ist wichtig, das Thema mit Konzentrationssprüchen ist wichtig. Also die Grundzüge, so etwas funktioniert, ja, das würde ich mal so als Tipp mitgeben, dass man das schon wissen sollte, aber man muss nicht jeden einzelnen Zauber kennen. Wenn man möchte, vielleicht die von den Spielenden da, von den Charakteren, aber auch das muss nicht sein. Ich finde nämlich gut, was du gesagt hast. Das führt nämlich auch dazu bei, dass man sich gegenseitig hilft, dass sozusagen es nicht heißt, Spielleitung auf der einen Seite, Spieler auf der anderen Seite, sondern dass es dann auch wieder so ein Zusammenspiel halt ist, ne? Und bei Online-Tools kann man es ja heutzutage sowieso anklicken. Also bei Foundry kenne ich es jedenfalls so, wenn der
Spell angeklickt wird, dann erscheint das dann auch in dem Dialogfeld, also dann können es alle nachlesen. Ist vielleicht auch ganz informativ, finde ich eigentlich eine ganz nette Sache, auch für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht den Zauber wirken sehen. Ah, okay, so funktioniert das. Ah, ist ja spannend irgendwie, ne? Genau. Ja, diese digitalen Dinger, auch wenn man die halt online natürlich oft sieht, das ist halt ein Programm, das man lernt. Also ich würde als, halt wenn du jetzt anfängst zu spielen, das ist nicht super notwendig, dieses Programm zur Perfektion zu beherrschen. Und es ist nicht notwendig, im D&D zu spielen, halt einen Virtual Tabletop zu lernen und halt wirklich in allen Details bedienen zu können. Also eventuell ist halt vorgefertigte Abenteuer dann wirklich das Mittel der Wahl, um spielen zu können. Also, weil da eben schon sehr viel einfach vorgegeben existiert, aber bau dir das nicht als eine zusätzliche Hürde auf, dass du in einem Programm gut werden musst, was mit dem Spiel halt nur als sozusagen als Unterstützung etwas zu tun hat. Wenn du lieber halt irgendeine krude handgezeichnete Karte hast, weil das einfacher ist und dir weniger Druck macht, dann ist das halt so und das ist auch genauso legitim. Ja. So, da haben wir meines Erachtens schon ganz schön viel zusammengetragen, würde ich sagen. So von der Charakterinteraktion, dann die Vorbereitung, Spielercharaktere, Nichtspielercharaktere, wie ist es mit Thema Worldbuilding, Hintergrund-Lore-Wissen und natürlich auch ein wichtiger Punkt, die Systemmeisterschaft, also gerade Kämpfe. Das ist ja noch irgendwie eine ganz andere Mechanik, eine Struktur, wie man sich gut darauf vorbereiten kann oder worauf sollte man sich vorbereiten und worauf sollte man sich vielleicht weniger vorbereiten müssen. Ne? Haben wir denn irgendetwas vergessen, was du, weil die Überschrift hieß ja heute Dungeon Master Tipps, die wir uns gerne beim Start gewünscht hätten. Also wenn du jetzt, Jasmin, dich mal so heute siehst und als du angefangen hast, die Jasmin, die heute gesprochen hat, hat sie etwas vergessen, der Person davon damals zu erzählen? Oder ist es Ich für heute würde vollständig? genau, ich würde halt erstmal tendenziell eben dieses ja, Spieler als Ressourcen nutzen, die Community als Ressourcen nutzen, in den Mittelpunkt stellen. Also ja, halt, es gibt mittlerweile eine große Community und das heißt nicht, dass die Personen unermesslich Recht haben oder mehr über dein eigenes Spiel wissen als du selber. Das ist nicht der Fall, aber eben, man kann Leute fragen und man kann sie einbeziehen und man kann sich Sachen auch erklären lassen und dergleichen. Und es gibt eben auch andere Leute, die sich schon Gedanken darüber gemacht haben, wie dieses Spiel funktioniert, also gerade bei einem so beliebten Spiel wie Dungeons and Dragons, da gibt es Sachen und spiel halt, wo du selber noch Lust hast. Wenn wir halt über Lost Mines of Phandelver reden, das ist halt natürlich das Ding, was das Anfängerset gedacht ist, aber wenn ich das Setting halt in keiner Weise anspricht, so ich, ja, ich habe keine Lust auf hier irgendwie Minen oder klassische Fantasy oder dergleichen, ich möchte trotzdem das spielen. Also es gibt halt keine Notwendigkeit, irgendwas gespielt zu haben, um dabei zu sein und um D&D-Spielerin zu sein. Also du musst nicht Lost Mines gespielt haben, um danach das zu spielen, was du eigentlich spielen willst, sondern spiel das, was du eigentlich spielen willst. Wenn das deine eigene Homebrew-Welt ist, dann fang im Zweifel mit deiner eigenen Homebrew-Welt von Anfang an an und gestalte sie gemeinsam und geh da rein. Und wenn du jetzt halt zum Beispiel eben ein anderes Setting interessanter findest, sei es halt Ravenloft oder Wilds Beyond the Witchlight oder Strixhaven oder was auch immer, halt irgendwelche Sachen, die halt nicht dem 1 zu 1 D&D-Standard entsprechen. Du musst nicht mit Lost Mines anfangen, sondern du kannst halt obviously das spielen, was dir Spaß macht. Und genauso halt bei Spielen, denn es wird ja manchmal gesagt, so, ja, fang mit einem Kämpfercharakter an, wenn du neu bist, weil Magier sind zu kompliziert und so. Nee, ich glaube, Rollenspiel ist halt ein Hobby, halt auch davon lebt, dass Leute sich damit beschäftigen wollen und Leidenschaft aufbauen. Und da denke ich eben, spiel das, worauf du Lust hast. Spiel den Charakter, auf den du Lust Genau. hast. Spiel das Abenteuer, auf das du Lust hast. Natürlich eben in Absprache mit der Gruppe, es sollen natürlich Leute mitmachen, aber genau, halt, die Motivation muss aus dir kommen, die Begeisterung muss aus dir kommen und es muss halt deine Geschichte sein. Und entsprechend solltest du immer das in den Mittelpunkt stellen, was du halt wirklich tun willst und nicht eben so das Gefühl haben, du musst eine Erwartung erfüllen. Sehr guter Punkt. Zumal, also ich finde den Kämpfer
gerade in der fünften Edition auch schon anspruchsvoll, muss ich sagen. Hat ja an Variabilität gewonnen. Und da gibt es schon, also ist schon komplex. Also so einfach ist das jetzt auch nicht. Zumal, man darf ja auch nicht vergessen, dass es ja diese ja, gemischten, ich nenne es jetzt mal so, gemischten Subclasses oder Variationsmöglichkeiten halt gibt. Es gibt ja nicht mehr nur Kämpfer und Zauberkundige und wie es in den alten Editionen war. Also wenn man da irgendwie mischen wollte, musste man halt Multiclass halt machen. Jetzt ist ja alles irgendwie Multiclass fast schon. Also, weil du hast ja den Eldritch Knight zum Beispiel, dann hast du auch den Arkan Betrüger. Also, ne, also auf der einen Seite Schurke, aber gemischt mit ein bisschen Magie. Na, also insofern kann man nicht mehr sagen, die und die Klasse ist jetzt einfach. Also finde ich auch, wirkt fast schon so ein bisschen abwertend. Ja, bist ja Anfänger, hast ja keine Ahnung, spiel mal Kämpfer, das ist irgendwie hohl, da kann man schon spielen. So ist es ja nicht. Überhaupt nicht. Genau, und gerade wenn die ganze Runde neu anfängt, wer ist denn der? Also, Genau. also Ja. nee, ich denke, also jede Klasse ist spielbar für AnfängerInnen. Und also das Selbstvertrauen kann man haben, das Vertrauen in seine Mitspieler kann man auch haben, dass sie das hinkriegen. Und dass man es selber hinkriegt, wenn es einen interessiert, sich da einzulesen, das zu spielen. Weil, wenn es ein komplexes Spiel ist, es hat kompetent geschriebene Regelwerke und es erklärt dir, wie das funktioniert. Und es gibt, wie gesagt, Leute, die dir helfen können, und das kann deine Gruppe sein, das kann die Community sein und das kann eben halt auch das Buch sein. Ja, sehr schön. Genau. Als wir angefangen haben, da war noch nicht so viel, also mit Community, beziehungsweise ja, es war dann vielleicht schon sehr nerdig. Jedenfalls so hatte sie das Etikett so auf der Stirn zum einen und da war ja noch nicht so die Digitalisierung vorangeschritten wie jetzt, ne, wo man so viel Ressourcen haben konnte oder haben kann jetzt. Das ist ja schon unglaublich, auch sehr positiv. Es kann natürlich auch verwirrend sein, das ist vielleicht noch der Punkt. Nutzt die Community, aber lasst euch davon auch nicht kirre machen oder wahnsinnig machen, sondern lasst es auf euch wirken und zieht euch das heraus, was euch gefällt. Weil eine Sache ist ja auch irgendwie klar, also es sagen ja sogar selbst die Verleger, also selbst Wizards of the Coast, also die Autorität, wenn man so will, sagt ja, die Regeln, das sind alles nur Guidelines. Und genauso ist es auch mit den Welten. Sie haben sie so erschaffen, aber es das heißt ja noch lange nicht, dass jeder Einzelne genauso spielen muss. Und das finde ich eigentlich eine gute Botschaft. Und das ist auch die Kernbotschaft, so eine der Kernbotschaften, die wir, glaube ich, so an die neuen Starter halt geben können. Genau. Und ich würde sagen, als Spielleitung, du hast natürlich eine Verantwortung dafür, aber du bist nicht alleine die einzige Person, deren Verantwortung für das Gelingen und Misslingen einer Spielrunde da ist. Manchmal haben Leute einen schlechten Tag, das kannst du sein, das können Mitspielende sein. Und es müssen alle beitragen, damit eine Spielrunde gut wird am Ende. Und du hast halt sozusagen ein besonderes Set von Aufgaben darin, aber das macht dich nicht weniger zu einer Mitspielerin und auch du darfst halt so handeln, dass du am meisten Spaß an dem Spiel hast. Also es geht nicht nur darum, dich in den Dienst der Gruppe zu stellen, sondern du bist genauso Teil der Gruppe wie alle anderen auch. Ja, genau, das ist auch eben wichtiger Punkt, finde ich. Darfst auch Spaß haben. Also bist nicht nur Dienstleister, hast du sehr gut gesagt. Aber andersrum bist weder Herr oder Herrin, noch bist du Sklave oder Dienerin von den Spielerinnen oder Spielern, sondern ist es ein Miteinander. Ich glaube, darauf können wir es ja, haben wir ja immer wieder heute gesagt, schon irgendwo resümieren. Und ja, wir als Fußballfans würden sagen, nach 90 Minuten ist das Spiel manchmal aus. Man kann in die Verlängerung gehen, aber ich glaube, eine Verlängerung können wir heute vielleicht uns insofern sparen, denn man könnte ein Rückspiel vielleicht sich überlegen oder ein Wiederholungsspiel, vielleicht noch mit anderen Inhalten, wenn wir noch weitere Ideen haben zu einem weiteren Stream, du und ich. Aber so langsam würde ich sagen, ich habe nämlich die Tafel dann schon gesehen. Die Nachspielzeit ist angezeigt, die läuft jetzt ab. Die Fans, glaube ich, wollen jetzt auch irgendwie langsam zum Mittagessen oder weiß ich nicht, zum Kuchen. Ich weiß nicht, was du noch vorhast. Ich bedanke mich jedenfalls recht herzlich bei dir. Es war ein Vergnügen wie immer und wir haben einen guten Fluss gehabt, ne? Wir sind ja, glaube ich, haben von einem Thema zum anderen und wahrscheinlich hätten wir trotzdem noch hier in die Verlängerung gehen können. Aber ich glaube, wir können es jetzt mal dabei bewenden lassen. Irgendwann lässt sich auch die Energie und die Konzentration halt nach. Ne? Wenn hier auch Leute mit jeweils, bei mir auf jeden Fall über 25 Jahren Spielleitungserfahrung sitzen, ist es halt super schwierig, das auf einen
auf 90 Minuten zu verdichten, aber ich bin auch ganz zufrieden mit dem, was wir gesagt haben. Und ja, ich lasse euch auch gerne wieder einladen. Das ist nett. Ich freue mich, dass du zufrieden bist. Das ist ja auch das Wichtigste. Genau, am Ende einer Spielrunde und genauso beim Stream ist es ja auch so, man sollte zufrieden aufstehen und nicht sagen, Mensch, das war ja irgendwie hier heute nichts, sondern ich bin zufrieden, du bist zufrieden. Ich glaube, die Zuschauer, die sich heute Zeit genommen haben, bedanken sich. Vielen Dank. Ich bedanke euch. Und Zugabe, ja, was ihr habt ja gehört, Jasmin ist für eine Wiedereinladung zu haben. Ich werde dem nachgehen und wünsche dir, Jasmin, und auch allen Zuschauern einen wunderschönen Restsonntag und bleibt dem Spiel wohlgesonnen, habt Spaß daran, bleibt gesund und bis zum nächsten Stream. Alles Gute für euch. Bye. Tschüss.